My name is Joe Coffey, the wrestler, the mighty wrestler, the Iron Man, the Iron King, and you are listening to Wrestling Talk Radio. Einen schrecklich schönen guten Tag, liebes WTR-Multiversum. Es ist mal wieder Zeit für ein On the Road. Ja, On the Road. Wir eigentlich immer unser Format, wenn jemand irgendwo auch nur ansatzweise live bei einer Show war. Und heute geht es mal ausnahmsweise nicht um die GWF oder die GWP, sondern es geht um ICW Insane Championship Wrestling Fear and Loathing 10 aus dem November vergangenen Jahres. Und ich kann so viel sagen, ich war live vor Ort und deswegen ist es legitim, dass es ein On the Road ist. Und ja, wie Matze und ich im Game Changer Podcast Bloodsport schon verkündet haben, haben wir heute ja unseren Special Guest, möchte man es wirklich sagen, den Metal Daddy, das lang erwartete Kurz-Comeback von Frankie. Hallo Frankie. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und hallo an die Wrestling-Podcast-Welt da draußen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Sebastian, dass du beim Chef höchstpersönlich angefragt hast, um mich dabei zu haben. Und ich fühle mich höchst geehrt dadurch. Und ja, danke schön. Macht Spaß, nochmal dabei zu sein. Ja. Und Frankie, es ist eine Premiere. Ja. Wir haben noch nie zusammen gepodcastet. Das stimmt. Wir hatten mal ein Dings zusammen gemacht, glaube ich, ne? Beim Jahresend. Das kann sein. Aber so einen richtigen. Richtig. Ja, so 15 Minuten oder so. Ja, genau. Und jetzt endlich mal ausführlich. Und ich denke auch über ein Thema, was uns beide auch so ein bisschen irgendwie interessiert, ne? Ja. Würde ich sagen. ICW. Genau, der Tellerrand wird aufgemacht. Ja. Und wir blicken nach Schottland. Kurzes Mini-Fazit von dem Ganzen vorweg. Frankie, wie hat es dir gefallen? Also, ich bin, deswegen ist das nur so ein halbes On-the-Road-Special. Ich bin ziemlich unvertraut mit der ICW. Ich habe vor 2 Jahren mit dem Matze zusammen Fear and Loathing 8, glaube ich, oder? Ja, 8. Ne? Ja, 8 haben wir zusammen gereviewt. Und da war ich auch schon sehr begeistert. Und ich fand dieses Mal sogar noch viel besser. Okay. Noch viel besser, aber ich bin halt mit dem Produkt und mit den Storylines sehr unvertraut, aber das muss ich sagen, das ist ja der größte Event, den die ICW einmal im Jahr macht und einmal im Jahr geht es dann halt in diese wirklich große Halle, wenn ich das richtig sehe. Eine sehr große Halle, das ist richtig. Ja, das tritt sonst werden TNA und also früher wurden TNA Veranstaltungen da getaped, es gab WWE. Auch WWE House Shows und so weiter und einmal im Jahr geht die ICW, lassen die sich nicht lumpen, packen richtig Geld aus und gehen in diese Halle, ja, und vor richtig großem Publikum. Und das haben die super, super gut hingekriegt, auch wenn man nicht mit dem Produkt und mit den Stories von dieser Liga vertraut ist, sondern da nur einmal reinguckt, kann man das super gut gucken. Man kapiert direkt, worum es geht. Ja. Und ich war begeistert. Es wird alles, also es war durchweg, waren fast alle Stile dabei. Es gab coole, spektakuläre High-Flying-Moves, aber jetzt auch nicht zu flippy-fluppy, springy-hüppy. Mhm. Ja. Es gab ein richtig geiles Deathmatch. Woman Wrestling war auch echt geil und ich war begeistert. Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz erstmal jemanden grüßen. Und zwar sozusagen meine Reisebuddies. Und zwar möchte ich grüßen den Christian, den Dennis und den Header. Es war ein richtig geiles Wochenende. Danke dafür. Mit dem Header haben wir auch schon mal so ein halbes On the Road gemacht. Der Header war vor ein paar Jahren, war der bei einem Wrestle Kingdom live vor Ort. Richtig. Wir hatten ihn dann das Vergnügen, ihn halt auch im Podcast mit dabei zu haben. Richtig, genau. War live aus Japan. Ja. Noch damals, genau. Richtig. Ich möchte ganz kurz noch vorher so ein, zwei Sachen zu dem ganzen Wochenende vielleicht kurz erzählen. Und zwar, ich war ja schon am Freitag da und am Freitag war die sozusagen Show der Schule von ICW, GPWA, die drittjährige Anniversary Show war das. Also
Glasgow Pro Wrestling Asylum heißt dieses Ganze. Und ja, da gab es auch schon ein paar spannende Sachen, ein paar neue Gesichter auch mal gern zu sehen. Ja, und natürlich auch welche, die hier auf der Karte zu finden waren. War eine schöne Show, war eine PG-Show, also es wurde kein Alkohol ausgeschenkt. Okay. Deswegen, also wir hatten uns vorher noch eine, so eine 3-Liter-Flasche Cider gekauft und die mussten wir dann leider noch irgendwie vorher, ja, uns entledigen irgendwie. Weil, also ich hatte vorher, weil für diese Show die Tickets eigentlich, im Grunde genommen der Vorverkauf war schon zu Ende, da habe ich das mir erst aufgefallen, dass diese Show überhaupt stattfindet, und hatte dann Kontakt mit Red Lightning, den Manager von den, das Stable heißt hier Rudo Sports and Entertainment Brand. Mhm. Und der hat mir dann weitergeholfen und hat gesagt, ja, kommt einfach vorbei, sagt, dass ihr XY-Jungs aus Deutschland seid und dann machen wir das schon. Super netter Kontakt und muss man dann auch sagen, dass das problemlos vor Ort geklappt hat, dass man bar noch mal ein paar Tickets nachziehen kann, obwohl die Show eigentlich theoretisch ausverkauft war. Aber für uns sozusagen noch mal so ein kleines Bonus gegeben hat, weil wir von so weit wegkommen. Ja, cool. Ne? Ja, und möchte ich vielleicht noch ganz kurz darüber erzählen, was da so passiert ist. Kenny Williams besiegt Cass Evans. Cass Evans jetzt mittlerweile auch in den Hauptshows von angekommen. Paxo, ein ja, der bisschen so clownartig oder tot angehaucht, weiß ich ganz gar nicht so genau beschreiben. Und Stevie James und Crowbar, also The Purge, besiegen Ravy, Davy Zender und Jack Dillon. Lionheart besiegt Sam Barber. Das war eine ziemlich coole Sache, weil Sam Barber kennt man halt bei der ICW vor allem als Backstage-Interviewer mit langen roten Haaren. Und er wurde innerhalb von 3 Minuten von Lionheart getötet. Und ja, Lionheart hat dann doch, Sam Barber ist schon ein trainierter Wrestler, also er ist ja Schüler da. Ja. Und dann ging Lionheart schon aus der Halle raus und Sam Barber meinte, nee, so schnell geht das hier nicht vorbei. Dann kam Lionheart nochmal zurück und hat ihm nochmal seinen Finisher verpasst und dann ging er wieder und Sam Barber meinte, Moment, ich stehe noch. Und dann kam Lionheart nochmal raus und hat ihn nochmal verprügelt. Das war schon sehr cool. Jackie Polo musste sich einen Ersatzpartner suchen, weil Mark Coffey irgendwie den Abend nicht konnte. Und deswegen ist er mit Andy Wilde zusammen angetreten, den ich nicht kannte, der mehr oder eine kleine Legende irgendwie in Schottland scheinbar zu sein, weil der Pop für ihn war riesengroß. Und sie haben Aaron Echo und Kieran Kelly besiegt. Stevie Boy besiegt danach Leighton Buzzard, wo wir uns dann den Joke draus gemacht haben, dass wir hier Kim Ray gegen Elrod, hier Rotation 2.0 haben. Ach so, ja. sah sehr stark danach aus. Und ja, Case Rotation aus, okay. Ja, also das ist der Begleiter von Joe Hendry. Ja. Der kleine. Ach, Schmächtig. Ja. Genau. Da wird es noch eine lustige Sequenz bei dieser Veranstaltung geben. Genau. Ja. Und Casey Owens und Jokey besiegen Molly Spartan und Jamie Winters. Joe Coffey besiegt danach Soldato, einen maskierten Luchador. Und im Main Event Jack Jester besiegt Thatcher White. Thatcher White hat ein sehr interessantes Gimmick. Er ist nämlich pro UK und ist läuft immer mit der Autobiografie von Maggie Thatcher durch die Gegend. Ach so, okay. Und das zieht halt mega, mega Heat. Genau. Und am Samstag war auch noch eine Veranstaltung, France 98, sozusagen die Go-Home-Show für Fear and Loathing. Das war, wieso France 98? Die stand halt unter dem, also DCT und Coach Tripp haben sozusagen das Motto für diese Veranstaltung ausgesucht und dann lief das Ganze halt unter dem Banner von France 98. ICW hat immer mal wieder so Anleihen aus der Popkultur, was ihre Showtitel betrifft. Und hier war es halt France 98 und da gab es unter anderem auch das Carlos Valderrama Invitational. Okay. Benannt nach dem berühmten kolumbianischen Fußballer. Ach so. Genau, und das war im Grunde genommen eigentlich nur eine Battle Royale, die DCT dann auch gewonnen hat und sich dann hat feiern lassen mit dem Weltmeisterschaftspokal, den ein Fan mitgebracht hat, oben auf der Empore, auf dem Balkon. Gab es Mega-Party. Da war ich ja auch da oben und da erlebt man so viele lustige Sachen. Und in diesem Match gab es unter anderem, da war ja auch der Wee Man mit im Match drin, der eigentlich ein Manager ist und den Tag-Team-Partner von Ravy Davy Zender. Und Zender hatte 3 Päckchen, nennen wir es mal weißes Pulver dabei.
Und drückte zwei davon dem Weeman ins Gesicht. Also riss es auf und drückte es dem Weeman ins Gesicht. Weeman halkte danach ab und hat, ich glaube, zwei Leute eliminiert. Voll abgegangen. Und danach hat er seinen, ja, danach war er sofort instant auf Entzug und hat sich dann zusammengekauert und hat dann irgendwann freiwillig den Ring verlassen. Und das Debüt von Thor Atterhagen, das war dann jetzt im späteren Verlauf von der ICW, war wichtig. Thor Atterhagen hat hier Dickie Divers dreimal verprügelt. Und ja, ansonsten gab es noch Ravy Davy gegen Bram mit einem unglaublichen Blockbuster-Spot von Ravy Davy, der auf der Balustrade stand, der von dem Balkon oben. Und einen Blockbuster gegen den auf der Ringecke sitzenden Bram gezeigt hat in den Ring. Ja. Das war schon krass. Also Ravy Davy, der neue Mann für harte Bumps. Was wir ja auch bei Fear and Loathing dann noch gesehen haben. Ja, der Typ ist halt echt ein bisschen durch. Der ist komplett durch. Ja, zu dem werde ich mich gleich noch auslassen. Genau. Und so ein kleines Highlight. Lou King Sharp und Krieger, also das Fight Network von Kid Fight, die Entourage sozusagen, hat gegen The Purge gekämpft. Und die haben oben bei uns auf dem Balkon an der Theke gekämpft. Bin ich auch ganz kurz im Bild zu sehen. Und Lou King Sharp hat dann fürs Fliegen gelernt, denn Stevie James hat ihn einfach vom Balkon runtergeschmissen. Wow. Ja, und wir dachten so, nein, er schmeißt ihn da nicht runter. Nein, das deuten die dann, okay, er hat ihn runtergeschmissen. Ja. Ja, holy shit. Holy shit. Und genau den lautesten Pop an dem Abend gab es dann für Rob Van Dam, der hier schon aufgetreten ist. Ja. Das war eine Überraschung und es gab im Grunde genommen mal so ein kleines Build-Up-Match. RVD, Lionheart, BT Gunn und Chris Renfrew gegen Coffey, Bram, Gibson und Whiplash. Cool. Genau, und das war im Grunde genommen eigentlich nur ein wilder Brawl. Überall in der Halle wurde brawlte irgendjemand. Ja, und RVD hat, glaube ich... Broughton City. Ja, genau. Und ich glaube, RVD, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, RVD hat dann den Pin gezogen nach dem... nach dem Five-Star-Frog-Splash gegen Zach Gibson. Ja. So müsste es gewesen sein. Naja, okay. Das so ein bisschen zum Wochenende drumherum. Und wer das auch mal machen möchte, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist eine super schöne Stadt. Es ist und eine super tolle Veranstaltung. Mhm. Und die Schotten sind sehr nett. Man versteht sie nur sehr schlecht. Das stimmt. Aber jetzt kann ich dazu auch nur sagen, es heißt ja immer so ein bisschen, wenn ein Deutscher nach England kommt, also auf die Insel kommt, dass die Engländer die Deutschen nicht besonders mögen. Dem kann ich nur so teilweise zustimmen, aber ich weiß, dass die Schotten die Deutschen mögen. Ja, also ich kann auch kein Thema als Deutscher nach Schottland zu fahren. Nein, habe ich auch. Also wir wurden da auch sehr herzlich sozusagen immer irgendwie. Ja. Hatten wir immer guten Kontakt zu den Leuten. Also das war nur eine runde und schöne Sache. Ja. Ja. Okay, wollen wir einsteigen in ICW Fear and Loathing 10? Ja. Dann einmal kurz vorweg. Es war Sonntag, der 19. November 2017. Wir sind im SSI Hydro in Glasgow vor 6.000? Ja, circa. 6.000, 7.000 waren wir. Ich habe hier jetzt bei meiner Seite, auf der ich gerade nachgucke, keine Angaben, wie viele Fans da waren. Aber das Ding war voll und es war eine mega Stimmung. So ist es. Kommentatoren William Grange und natürlich Billy fucking Kirkwood. Das ist der Langhaarige, ne? Das ist der Langhaarige mit dem Schottenrock, genau. Okay. William Grange hatte ich noch eine ganz lustige, das kann ich noch kurz eine Anekdote erzählen, am Samstag eine ziemlich, nennen wir es mal nette Begegnung, weil das Ganze halt auch unter einem Fußballthema lief und die Schiedsrichter waren auch, also die Ringrichter waren in Schiedsrichterbekleidung unterwegs und haben auch zum Teil gelbe und rote Karten verteilt. Und William Grange saß am Kommentatorenpult in einem Eintracht Braunschweig-Trikot. So, ich komme aus Hannover und habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, ihm natürlich noch aufs Brot zu schmieren und er sagt sich dann, okay, ja, doch, tut mir leid. Ja. Nee, also das war schon noch ein bisschen witzig. Aber was man mal auch sagen kann, noch ganz kurz vorweg, bevor wir jetzt wirklich einsteigen, du wirst in Schottland nach Shows sofort rausgeschmissen.
In Deutschland ist es ja noch so, ja, noch hier Fotos machen, Autogramme und hast du nicht gesehen. Du wirst dort eiskalt sofort rausgeschmissen. Das, ja. Ja. War ein bisschen irritierend, aber gut, ist halt einfach so. Muss man dann so akzeptieren. Kommt drauf an, wo man gerade eine Show macht in Deutschland. Also beim Wrestling-Kult, zumindest wenn die in Oberhausen sind, läuft das auch ähnlich ab. Weil der Laden, der dann gemietet wird, ja, dann direkt im Anschluss meistens noch eine Veranstaltung hat. Das heißt, ja, die kehren ganz schnell die Fans raus, es sei denn, die haben Eintritt für die anschließende Veranstaltung noch gezahlt. Ja. Naja, gut. Okay. So, dann jetzt aber wirklich zu ICW 4 und Loathing 10. Opener, ein Number One Contenders Match in einem 7-Mann-Leiter-Match um den ICW Undisputed Heavyweight Titel, also den Contender darauf. Es sind im Match. Also im Prinzip ein Money in the Bank Match. Genau, ein Money in the Bank Match, wenn man so möchte. Es gab ja auch einen Koffer. Also. Ja. Und qualifiziert in Matches davor haben sich Bram, Aaron Echo, DCT, Jody Fleisch, Joe Henry, Kid Fight und Ravy Davey. Ja. Frankie, was hast du zum Match? Also, erstmal zu den Akteuren. Bram kannte ich, natürlich kenne ich den. Also, Bram ist ja Originalmitglied von The Ascension Tag Team, das jetzt mittlerweile bei der WWE weniger erfolgreich unterwegs ist. Ja, allerdings im NXT-Brand waren die schon eine absolute Hausnummer, ja, und Bram dann halt überraschend zu TNA Impact gewechselt und freut mich, dass er wieder in seiner Heimat in Schottland wieder angekommen ist. Er ist Engländer, also. Er ist Engländer, er ist Brite. Er ist Engländer. Okay. Habe ich mich vertan. Ja, auf jeden Fall ist er wieder auf der Insel angekommen. Ich denke mal, er fühlt sich da auch wohl, das merkt man ihm auch an, weil Bram ist so ein, scheint ein schwieriger Charakter zu sein, was zumindest die Tapings in den USA angeht. Da gab es halt den einen oder anderen Skandal. Aber da scheint er gut hinzupassen und anscheinend benimmt er sich halt auch gut. Und mir hat der sehr gut gefallen, vor allen Dingen halt auch mit diesem, ich bin ja ein Metaller und mit dieser Metal-Musik als Einzugshymne dann halt auch dieser umgedrehte Drudenfuß, also das umgedrehte Pentagramm, klassisch, hat mir gut gefallen. Und dann halt für mich dann im krassen Gegensatz dazu kommt dann, ich glaube, direkt im Anschluss Ravy Davey, ich muss dazu sagen, ich lebe direkt an der holländischen Grenze. Ja, und in Holland ist Hardcore. Hardcore-Techno ist das Ding, ja. Und ich hasse es wie die Pest. Und deswegen war mir Ravy Davey direkt total unsympathisch. Aber was Hardcore-Techno angeht, werde ich noch ein paar Mal gequält, was diese Show angeht, ja. Ansonsten fand ich ihn schon lustig. Ja, mir war halt nur unsympathisch, dass die Schotten da jetzt abfeiern, wie dieser Raver, der Techno-Typ, sich vor allem mit dem Metaller Bram anlegt. Ja, und das war mir halt ein bisschen, aber okay, wahrscheinlich war es eher, der Schotte legt sich mit dem Engländer an. Also, die Story, die beiden, also in diesem Match wirklich die beiden einzigen, im Grunde genommen, die eine Story auch miteinander haben. Ja, das hat man auch gemerkt. Ja. Genau, denn es war so, dass Bram ist irgendwie so ein bisschen, hat so sich mittlerweile das Image aufgebaut des Arschlochs, der es sehr uncool findet, wenn andere heiraten, sozusagen. Ja. Er hat schon damals die Hochzeit von DCT und Viper sozusagen unterbrochen. Ja. Und eigentlich sollten auch Ravy Davey und Session Morph Martina heiraten im Produkt. Das ist die später noch eingreift. Richtig, ne? genau. Mhm. Und auch da war Bram dann involviert und hat im Grunde genommen eigentlich alle verprügelt. Ja. Jeden. Und seitdem haben Ravy Davey und Bram halt auch so eine Fehde miteinander. Und Ravy Davey hat sich genau gestern, also den Tag davor, bei France 98, gegen Bram für dieses Match qualifiziert. Ah, okay. Ja, jedenfalls. Ja, dann kann ich das aber auch nachvollziehen, weil wenn Bram da schon quasi mit einem umgedrehten Pentagramm reinkommt, also ein satanistisches Symbol, dann propagiert er den Hass, und ist natürlich dann auch gegen die Liebe. Obwohl das nicht ganz so im Satanismus ist, also Paarung. Das stimmt ja auch nicht so ganz, weil im Match, das ist ja halt so einfach so, dass Martina geturnt ist. Ja.
gegen Ravy Davy und Sander. Das Match wird auch zwischen Bram und Ravy Davy am Ende entschieden, über das wir gerade sprechen. Ja. Richtig, genau. Ja. Alle anderen sind mehr oder weniger eigentlich nur Beiwerk. Jody Fleisch kann halt gut und hoch und weit fliegen. Hat mich riesig gefreut, Jody Fleisch zu sehen. Mhm. Er ist einer der Gründe, weswegen ich überhaupt wieder mich für britisches Wrestling angefangen habe zu interessieren. Mhm. Ja, der war halt, die hatten halt damals, hat er mit Johnny Storm zusammen und mit Douglas Williams seinen Exkurs in die USA gehabt. Dann sind die bei Ring of Honor alle drei richtig durchgestartet, zu Anfang der Ring of Honor Zeiten. Mhm. Und ja, die haben halt viel auch dafür gemacht, dass die Welt wieder auf die Insel aufmerksam geworden ist. Ja. Quasi die Generation, also sozusagen die erste, die nach der alten Catch-as-Catch-Can Zeit sozusagen für sich auf das britische Wrestling aufmerksam gemacht haben. Richtig. Und dadurch haben auch natürlich auch Franzosen und auch wir Deutschen auch natürlich davon profitiert. Diese drei Herren, auch Jody Fleisch, mit dafür verantwortlich, dass Europäer in der Wrestling-Welt in den letzten 10 Jahren dann doch ein bisschen erfolgreicher werden durften. Hat mich halt riesig gefreut. Außerdem Jody Fleisch halt öfters auch beim Wrestling-Kult zu sehen. Mhm. Ja? Auch in Berlin bei der GWF war jetzt zweimal. Ja. Also der kommt gern nach Deutschland. Das macht ihm Riesenspaß hier. Das und merkt in Shape wahrscheinlich wie noch nie. Sauass. Ja, muss ich auch. Ich habe mir jetzt auch 2-3 Mal live gesehen. Der Mann ist ja nicht mehr der Jüngste, aber der ist fit, durchtrainiert. Ja, einfach geil. Und dazu noch durch die Muskelmasse, aber auch noch saubeweglich. Ja, also Hut ab, Respekt. Ja, Kid Fight, Joe Hendry, DCT und Aaron Echo sind schon so ein paar alteingesessene Hasen, was die ICW angeht, ne? Ja, Aaron Echo nicht. Aaron Echo ist jetzt, im Grunde genommen, hat er seinen Rookie-Year mehr oder weniger abgeschlossen. Okay. Also, stimmt, den kannte ich noch nicht, aber die anderen beiden, Joe Hendry, Kid Fight, DCT, das sagte mir alles noch was. Ja. Okay. Die waren halt auch vor 2 Jahren auch bei Fear and Loathing mit dabei gewesen. Aaron Echo, ich weiß nicht, also ich finde ihn nicht so pralle. Ich nicht. Hat aber jetzt also wir sind ja jetzt schon ein ganzes Stück weiter, die ICW hat ja nicht da aufgehört, sondern sind ja weiter. Und sie hatten jetzt den Square Go, also deren Rumble sozusagen. Und bei denen ist die Besonderheit, dass 5, die in den Ring kommen, dürfen eine Waffe mitbringen. Das wurde dann sozusagen vorher ausgelost. Okay. Und Aaron Echo hatte 3 Dosen Bier dabei und hat auf dem kurzen Weg zum Ring diese 3 Bierdosen geäxt. Und ist da direkt rausgeflogen. Nee. Aber der Ringsprecher Simon, ja. Ja, hat dann noch kurz bevor er in den Ring gegangen ist, gesagt, dass die Waffe von Aaron Echo eliminiert wurde. Okay. Ja, passt gut zu ICW, ja. Was ich halt auch schön finde, die machen ein tolles Produkt, wirklich geil. Tolle Stories, auch die Matchqualität, Booking, wirklich toll. Ja, nehmen sich aber trotzdem nicht allzu bierernst. Richtig. Ja. Also vom Production Value muss man wirklich sagen, dass ICW in Europa wahrscheinlich ja fast das Nonplusultra ist, was das Value angeht. Ne? Also, ja. Das haben sie auch hier eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Richtig. Ja. Aber das trotzdem, die anderen 5 Herren waren da, haben auch hier Jody Fleisch hat einen sehr schönen geilen Moonsault von dieser hohen Leiter nach draußen gezeigt auf die anderen Herren, ja. Was mich ein bisschen gestört hat, ich glaube, es war auch schon bei diesem Match, ganz viel Outside Interference. Ja, das zieht sich halt durch den ganzen Abend. Ja, ganz viele Gruppierungen halt auch bei ICW und jeder greift irgendwie mal ein. Wer war es denn? Joe Hendry. Also, Joe Hendry hat diesen Begleiter, wo du gesagt hast, das ist so ein kleiner Axel Rotation Rip-Off. Ja, er sieht halt The Rotation aus Deutschland sehr ähnlich. Und ja, der hat für mich den lustigsten Augenblick des Matches gehabt. Er hat halt Joe Hendry erstmal zum Ring begleitet, blieb aber dann hinten auf der Rampe stehen. Mhm. Und Joe Hendry gab ihm irgendwann die Anweisung, er solle diese große Leiter, die hinten auf der Rampe als Deko aufgebaut war, ja, soll er die doch ihm bitte in den Ring rüberbringen.
also so gegen Ende des Matches war es. Und dieser lange, schmale Hämpfling, wirklich sehr dünn, der Mann, ja, nimmt sich die Leiter, rennt die Rampe hinunter, die komplette Entrance entlang und schafft es wirklich, das Kunststück zu verbringen. Die Leiter waagerecht? Nee, senkrecht. Senkrecht? Mhm. Ja, senkrecht und schafft es tatsächlich, das dünne Stückchen Leiter genau gegen das mittlere Ringseil damit zu rennen, ja, und wird fast vom Schwung wieder zurückgerissen, weswegen es ein lautes "You fucked up" gab, ja. Anschließend wird ihm noch die Hose runtergerissen. Nein, Quatsch, genau. Er schafft es dann doch, die Leiter in den Ring zu bringen. Die Leiter wird aufgebaut, er klettert mit hoch. Aus irgendeinem Grund. Und wer war es? War es DCT, glaube ich? Ja, reißt ihm dann die Hose runter und prügelt ihn mit heruntergelassener Hose die Ringrampe wieder hoch. Ja. Also das war lustig. Ja. Währenddessen kriegt Ravy Davy Unterstützung von einem Kumpel und Sender. Das ist der Besagte, der das Koks bei hatte. Der das Koks bei hatte, genau. Ja. Und auch Ravy Davies Verlobte, wie ich gerade eben gehört habe. Session Morph Martina. Ja, genau. Und dieser Sender steht vor Bram und diese Martina steht hinter ihm und dann turnt sie quasi erstmal gegen Sender und dann gegen Ravy Davy, zieht ihre Assi-Jacke aus und hat darunter ein schwarzes T-Shirt, wo irgendwas Böses, Satanisches drauf stand. Ja. Genau, das ist das Bram-Shirt King of All Evil. Das ist ja auch sein Spitznamen. Das muss man halt sagen, bei SCW haben jeder Wrestler hat Spitznamen. Also jeder. Ja. Wir haben, Bram ist der halt, ne, der King of All Evil. Aaron Echo ist der Owner of the Echo Bible. Er hat auch mal manchmal so ein kleines Buch dabei, da steht Echo Bible drauf. Ja. DCT ist der International Sex Hero. Jody Fleisch halt der Phoenix, das ist jetzt nichts Neues, ne? Ravy Davy ist der Fresh Prince of Des Moines Drive. Oder Des Moines Square, ein zum beiden. Ja, und bei Joe Henry weiß ich jetzt gerade nicht, aber halt auch, Joe Henry braucht eigentlich im Grunde genommen keinen Spitznamen. Ne? Er hat ja auch vorher, bevor diesem Match sozusagen, einen Tag vorher gesagt, ich werde einen 2-Stunden-Einzug haben. Und das keiner sehen wollte, das ganze Publikum hat gebuht wie nichts Gutes. Er sagt, okay, ihr habt mich so gereizt, jetzt kriegt er mich nicht 2-Stunden-Einzug. Ja, der gefiel mir halt auch sehr gut. Ja, aber das ist auch schon alter Hase, der weiß genau, was er machen muss, um das Publikum gegen sich aufzubringen. Genau. Ja. Und zu Leighton Buzzard noch ganz kurz, der Mann, er ist halt im Training, er ist wirklich gut. Also ich habe ihn ja auch wirklich dann in einem Match auch gesehen und da war er echt nicht schlecht. Und aber er ist halt jetzt in so einem Comedy-Charakter drin. So, und er springt, er will immer den Coast-to-Coast zeigen. Ja. So, und weil er so leicht ist, fällt er in der Mitte des Rings immer runter in der Luft. Kommt gar nicht so weit. Süß. Genau. Und Joe Henry aktuell, nach dem Square Go, hatte er sich mit Chris Renfrew, den wir ja dann später auch noch besprechen, eine Fehde angefangen. Und dann stand Renfrew im Ring und sagte, wir beide hier und heute, wir werden ein Buried Alive Match bestreiten. Und dann Joe Henry so, das ist nicht möglich, das ist logistisch einfach nicht möglich, dass wir jetzt hier ein Buried Alive Match bestreiten können, also quark das, ne? Dann sagte Renfrew, okay, dann halt ein Hell in a Cell Match. Und dann sagte Joe Henry darauf wieder, du kannst es nennen, wie du es willst, a Trouble in a Bubble oder was auch immer, so 5, 6 Begriffe, so, die sich gereimt haben, halt rausgehauen. Und das ist halt alles nicht möglich. Und sagte Renfrew, okay, dann halt ein False Count Anywhere Match. So, dieses Match läuft, ich bin jetzt noch nicht ganz aktuell, also ich hänge noch so ein paar Shows hinterher, aber das Match hatte sich bis dahin über 4 Shows gestreckt. Wow, die prügeln sich also die kompletten 4 Shows. Natürlich. Cool. Also, immer in Backstage-Segmenten und solchen Sachen. Und das hat ja so leichten Chikara-Touch. Ja. Renfrew taucht halt immer überall auf und rennt hinter Henry her und kriegt ihn nie in die Finger. Dann haben sie sich bei einer Show mal in die sozusagen so ein bisschen im Ring geprügelt und verschwanden dann wieder aus der Halle. Und dann tauchte Mark Dallas auf und fragte dann so, ist das denn jetzt endlich mal vorbei? Also Mark Dallas, der Owner von ICW. Ja. Und
Nein, es ist nicht vorbei. Das wird sich wahrscheinlich bis zu Fear and Loathing 11 hinziehen. Ich habe fast die Vermutung, dass das bis dahin ziehen könnte. Eins noch vorweg, wir haben nämlich was ganz Wichtiges vergessen. Es gab ja noch ein Segment vorweg vor dem Match, ne? Ach so, ja, stimmt. Wo der General Manager des Abends vorgestellt wurde. Kevin Nash. Kevin Nash, Big Sexy Kevin Nash, begrüßte die Leute damit. Ich habe gehört, es ist hier ein Ort, einer der letzten Orte, wo man noch Fuck sagen darf. Und hat dann auch damit nicht gespart und meinte nur, ja, ihr erwartet vielleicht hier Powerbomb, Jackknife, was weiß ich, diesen ganzen Bullshit, den kann ich alles nicht mehr, meine Knie sind kaputt, erwartet nichts von mir. Gut. Wann auch immer man von Kevin Nash groß sein und böse gucken können. Genau, also ich habe noch nie von Kevin Nash irgendwelche großen Dinge erwartet. Nur halt, dass er groß ist. Richtig, er ist groß. Ja, gut, ja. Also wie gesagt, Bram gewinnt und ist damit neuer ICW Number One Contender. Kann man auch sagen, er hatte sein Match gegen den späteren Champion. Ja, er hat es verloren. Der soll der erste Herausforderer auf den Undisputed Heavyweight Champion werden. Ja. Genau, und ja, ich kann so viel verraten, er hat es nicht geschafft. Ja. Er hat es nicht geschafft? Okay. Er hat es nicht geschafft, nein, er ist nicht Champion geworden. Aber der Titel ist mittlerweile nicht mehr bei BT Gunn. Also, ach, das wollte ich gerade fragen. Ist denn der Champion, der heute Abend, also über diese, der bei Fear and Loathing Champion wird, ob der noch Champion ist? Okay. Nein, ist er nicht. Denn den Square Go, also den Rumble, hat Stevie Boy gewonnen und ist mittlerweile ICW World Champion und der Zero-G Champion-Titel ist mittlerweile bei Mark Coffey. Aber es gibt den Undisputed nicht mehr. Nein, die Titel wurden wieder aufgeteilt. Okay. Es hat auch nie danach einen Gürtel gegeben, sondern es waren immer beide Gürtel. Ach so, okay. Ja. Mhm. Genau. Ja. So, Überleitung, besagter Mark Coffey steht im nächsten Match. ICW Tag Team Titelmatch, Polo Promotions gegen The Marauders, Mike Bird und Wild Boar. Ja, und hier habe ich mitbekommen, dass Polo Promotions vor den Marauders schon Tag Team Champions waren und glaube ich auch Rekordhalter des Tag Team Titels sind. Niemand war so lange Tag Team Champion bei der ICW wie Polo Promotions. Das ist richtig. Ja. Die Story ist die, dass die Polo Promotions dann den Titel an die Marauders ziemlich überraschend verloren haben und daraufhin es immer wieder Matches gegeben hat, in denen Polo Promotions Unstimmigkeiten auf einmal hatte. Also, ja, dass sie sozusagen ihre Harmonie so ein bisschen verloren gegangen ist. Und sie sich dann auch wirklich, dann hieß es auch schon, Number One, also gegen The Marauders im Vorfeld, Number One Contender Match oder sozusagen, ihr müsst euch für immer das Team beenden. Das Team auch, ja. Genau, und das hat Polo Promotions dann halt doch gewonnen und seitdem sind sie wieder auf der Gewinnerseite. Sind sie denn noch immer Tag Team Champions? Nein. 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 Sie haben zwei Tage, also sozusagen zwei Shows. Sie haben ja, also die ICW hat ja wöchentliche Shows, die dann halt auf dem Network von ihnen auch laufen. Und in der Show nach ICW Fear and Loathing kam der Weeman raus und sagte, hier, ich möchte euer neuer Manager sein. So, Polo Promotions hat das Ganze sehr belächelt und ihn nicht ernst genommen. Und dann sagte er sich halt, gut, dann suche ich mir halt wen anders. Und präsentierte die Show darauf ein neues Team, und zwar Ashton Smith und Rampage Brown. Und Rampage Brown, ja, genau. Und die haben dann sofort on the fly Polo Promotions die Titel abgenommen. Und die sind aber mittlerweile auch nicht mehr Tag Team. In Glasgow. Genau. Und sind mittlerweile aber auch nicht mehr Tag Team Champions. Okay. Das ist mittlerweile die Kinky Party. Die Kinky Party. Ja, okay. Die kommen auch noch später. Richtig, richtig. Jetzt zu dem Match. Also, ich kannte keinen der vier Herren. Du hast aber Polo Promotion hast du da vor 2 Jahren doch auch schon gesprochen. Da haben sie ihre Titel verteidigt. Dann habe ich mir die nicht gemerkt. Auf jeden Fall, ich habe aber auch in den dann 2 Jahre lang die danach nicht mehr zu, ja, erstmal ICW nicht gesehen und die auch nirgendwo anders rumlaufen sehen. Mhm. Ja, und deswegen, man, weißt du, vor allen Dingen beim Tellerrand, da kriegt man halt so viele Gesichter zum Teil zu sehen, dass das man die richtig dann wieder vergessen hat. Ja. Aber ich glaube, jetzt bleiben sie mir etwas besser in Erinnerung, weil die halt auch dieses schöne, stimmige Gimmick haben. Mhm. Ja. Mit diesem
das war doch hier, ja, die haben doch diese Samba-Chaka-Chaka-Musik als Einzugsmusik. Richtig, richtig. Ja, genau. Richtig. Das bleibt mir in Erinnerung, das passte auch gut zu den beiden. Ja, und halt die Marauders fand ich auch sehr stark. Ja, mhm. Nicht, natürlich nicht ganz so gut wie War Machine oder damals die Road Warriors, aber das Gimmick ist halt in diese Richtung angelegt. So ist ja? es. Ja, die gefielen mir auch gut, tolle Strong Style und Power Aktionen, aber Polo Promotions halt am Ende das Team, das halt ja das einfach das bessere Tag Team einfach ist, ja. Ja, ein bisschen zu vergleichen mit Dash Wilder und Scott Dawson. Ja, kann man die oldschoolig vergleichen halt, ne? Ja, jetzt wo du das gerade auch gesagt hast, die hatten halt Abstimmungsprobleme, aber das habe ich in diesem Match halt nicht gemerkt und ich fand, das war ein saustarkes Tag Team und man merkte, dass die zwei sehr lange als Tag Team schon zusammenarbeiten und dass die beiden wirklich gut aufeinander eingestimmt sind. Also mir war aber ja. klar, dass hier der Titel wechselt, weil der Aufbau von Polo Promotions dadurch halt einfach so ja. über die Wochen war, dass sie halt diese Probleme miteinander hatten und eigentlich im Grunde genommen auch schon überlegt hatten, ob sie das Tag Team nicht komplett auflösen und ja. solche Sachen. Aber dann, jetzt sind wir doch wieder, ne? Ja. Team Power und sowas. Wir haben uns wiedergefunden und der Aufbau war einfach prädestiniert dafür, dass dieser Titel hier wechselt. Ja. Und die Marauders halt, ich denke mal, das kommt nochmal. Also vor allen Dingen ist mir in Erinnerung geblieben der Wild Boar. Mhm. Ja. Sehr klein, ist schon fast ein Midget, ein bisschen größer als ein Midget, aber halt dafür, dass er so klein ist, halt doch sehr bullig und halt echt schöne Power-Aktion. Wen ich ein bisschen blasser fand, aber und das liegt nicht nur an seiner Hautfarbe, ist ja auch ein bisschen ein blasser Kerl, ja, war Mike Bird. Aber trotzdem, ansonsten haben die mir sehr gut gefallen und das war halt auch, ich fand, auch wenn ich mit keinem der vier vertraut war, das war ein echt super schönes, tolles, Storyline-technisch auch geführtes Tag-Team-Match. Ja. Ja, und auch eine schöne Story, die ich direkt, auch wenn ich gar nicht damit vertraut war, direkt verstanden habe und es hat einen Riesenspaß gemacht, das zu verfolgen und es geht einfach auch halbwegs, ja, das nächste Match fand ich nicht so doll, aber trotzdem an sich das hohe Niveau vom supergeilen Opener wurde hier auch gehalten. Ja, definitiv. Ja. Also, und dann hast du ja auch seinen Eingriff von Justin Reese. Teil der Marauders. Und dann sehen wir hier halt auch Kevin Nash nochmal, der dann, ja, er im Grunde genommen 3-4 Elbows in der Ringecke verpasst und so ein paar Kniestöße quasi. Genau. Ja. Genau. Und ja, Polo Promotions, neue Tag Team Champions. Ja. Ja. Genau. Und das fand ich bei Fear and Loathing 8 schon so schön. Weil die ICW lässt sich da wirklich nicht lumpen. Die haben richtig Geld investiert in die Produktion dieser Show. Und sie fahren immer bei Fear and Loathing Star Power auf. Richtig. Ja. Und die geht in diesem Match weiter. Nicht nur Kevin Nash als Commissioner, als Chairman für diese Show gebucht, sondern lokales Talent Kenny Williams. Also ein Regular von der ICW tritt an gegen motherfucking Rey Mysterio. Ja, aber where is Mysterio? Ja, das war auch geil, ja. Irgendwann die ganze Halle anstimmte, where is Mysterio? Keine Ahnung, er war auf dem Klo oder keine Ahnung. Er war einfach irgendwie, hat fast 5-6 Minuten gedauert, bis Rey Mysterio irgendwann mal erschienen ist. Ja, kann er wirklich, ja, vielleicht auch musste er wirklich, ich meine, wir sind ja nur Menschen, ja. Musste wirklich so, scheiße, ich muss unbedingt kacken oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall dauert es ein bisschen, die Musik wird zweimal neu angespielt von Rey Mysterio und dann kommt er dann doch herein. Ich hatte schon damit gerechnet, dass er auf einmal von hinten aus dem Publikum rausstürmt. Ich hatte eigentlich, also ich war ja da in der Halle und hatte dann halt auch wirklich damit gerechnet, er kommt gar nicht mehr. Ja. Dass sie jetzt die Musik einspielen und sagen, ey Leute, er ist einfach nicht da. Er ist einfach nicht da. Wir haben jetzt für Kenny Williams noch einen anderen Gegner. Ja. Nun, waren ja noch ein paar da, aber ich habe nicht mehr damit gerechnet. Ich habe also irgendwie, ja, keine Ahnung. Das war definitiv ein Botch. Ja, das ist einfach doof gelaufen. Ich glaube nicht, dass das Absicht war.
Ja, also Kenny Williams überspielt das Ganze ja auch noch. Ja. Hält eine kurze Promo. Ja, der hat wohl Angst vor mir und so, ja. Das Typische halt, ne? So ein ja, Ding. Ja, ja. Die Story ist halt einfach simpel und banal. Rey Mysterio wurde angekündigt und sagt, Kenny Williams sagte dann mehr oder weniger eigentlich, ja, er braucht ja einen Gegner, ne? Hier, er steht ja für 619. Ich stehe für 0141, die Vorwahl von Glasgow. Ja. Ja. 0141. Das 0141, das war auch dann sozusagen der beherrschende Chant für Kenny Williams. Stimmt. Ja. Ja. Und Kenny Williams ist auch letztens in Deutschland gewesen bei der GWF. Und mittlerweile bekannt gegeben, dass er Teil des neuen, also des zweiten WWE UK Tournaments sein wird. Ja, der war auch gut. Der Richtig. Hat mir gut gefallen. Ist der Schotte oder ja, ist Schotte. Er? Der ist Schotte. Okay, alles klar. Weil das konnte ich jetzt gerade hier sein Profil nicht ganz entnehmen. Und gerade ganz frisch gegen Aaron Echo zum Heel geturnt. Zum Heel geturnt, okay. Richtig, so, und ist jetzt Teil von Rudo Sports and Entertainment. Ludo Sports and Entertainment. Richtig. Ja, genau. Hier an diesem Abend hatte Kenny Williams, war schon ein Face-Gimmick. Mhm. Ja. Auch wenn er so ein bisschen sleazy und sneaky rüberkommt. Ja, auch genau. Da schon. Ja, halt so ein bisschen frech. Was ich ein bisschen doof fand, das Gimmick schien mir so ein bisschen angelehnt an Kushida, an Zurück in die Zukunft angelehnt. Das ist richtig. Ja? Es ist ein Back-to-the-Future-Gimmick, aber das macht er auch schon seit... Okay. Ich glaube, eigentlich seitdem er bei ICW wirklich debütiert ist, ist er dieser Back-to-the-Future-Typ. Und er hat Marty auch McFly. Genau, er ist der Marty McFly. Wer damit angefangen hat, ich weiß nicht, wie lange das Kushida schon macht. Ich glaube, seit den Timesplitters, oder? Ja. Ja, vor den Timesplitters. Und das in die Timesplitters, also wir haben vor 5 Jahren haben wir das erste Wrestle Kingdom im Wrestling Talk Radio reviewed und da gab es die Timesplitters schon lange. Okay. Ja, also, die waren lang unterwegs. Genau, also ich würde das jetzt nicht sagen, dass er sich das da abgeguckt hat, sondern einfach, dass er auch ein Riesenfan ist. Also. Ja. Okay. Ja. Genau. Ja, Match war okay. War okay, war halt ein Rey Mysterio Standard. Ich fand das Ende doof. Mhm. Ja, schön für Kenny Williams, wie das, aber ich finde, man hätte ihn anders gewinnen lassen können. Ja, Rey Mysterio zeigt den kompletten 619, halt dieser gedrehte Kick, Doppelkick in den Seilen. Mit anschließendem Splash vom Top Rope auf Kenny Williams drauf, ja. Und Kenny Williams dreht sich direkt um, als er den Splash nimmt und reversed quasi den Pin und Rey Mysterio wird gepinnt, ja. Fand ich voll doof gemacht. Ja. Er hält noch nicht mal die Hose fest von Rey Mysterio, ja. Ja. Also ich fand es total unrealistisch, wie er da eingerollt wird. Das war für mich, das fand ich doof. Ja, gebe ich dir recht, aber das Finish an sich selber, wenn er ihn jetzt klar jetzt noch irgendwie, er hat ihn halt überrascht. Ja. Aber man hätte es definitiv noch ein bisschen anders machen können. Richtig. Ja. Aber alles andere als ein Sieg von Kenny Williams war für mich auch eigentlich ausgeschlossen, weil Rey Mysterio hat nichts von einem Sieg gegen Kenny Williams. Ja, das war mir auch klar, dass Kenny Williams das Ding jetzt irgendwie gewinnen wird, obwohl ich überhaupt nicht mit dem vertraut war. Ja, aber das ist halt, ich sag jetzt mal, das führende Cruiserweight oder der führende Junior Heavyweight der Liga anscheinend, ja. Ja. Und der braucht das auch, vor allen Dingen, wo du mir auch erzählst, der ist gebucht für die UK-Tour und so weiter, den muss man gut stark darstellen. Rey Mysterio bringt's nichts, ja. Aber das hättest du echt anders machen müssen, weil so, ich glaube, ja, ich meine, okay, Rey Mysterio hat sich wahrscheinlich gedacht, man kriegt es nur in Schottland zu sehen, das Ding hier, ja, und scheiß drauf, gut, dann verliere ich halt auf die doofe Art, ja, aber wäre das Ding jetzt wirklich groß international gelaufen, dadurch hätte er sich geschadet, sich so dumm abfertigen zu lassen, weil das lässt Rey Mysterio auch sehr, ich sag ich mal so, in time, ja, mit K-Fape gesehen, lässt das Rey Mysterio auch sehr doof aussehen. Ja, es ist aber auch, also mit diesem natürlich, dass es schon Verspätung beim Einzug gab, weiß ich nicht, ob Rey Mysterio vielleicht auch einfach keinen Bock hatte. Möglich. Ja, kann auch sein. Ja. Wer ist es denn? Er ist nicht unbedingt der Einfachste. Ne? Das weiß ich leider nicht. Ja, also
er hat ja schon so seine Skandälchen gehabt, also, aber es waren halt immer so Vertragsgeschichten. Also er ist jetzt nicht unbedingt einer, der jetzt großartig oder aufgeflogen ist mit Alkohol und Drogenexzessen oder so, das nicht halt, ja. Oder No-Shows halt Mexikaner, Mexikaner sind sehr heißblütig und können schwierig sein. Ja. 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 Ja gut, also wie gesagt, Kenny Williams jetzt frisch heel geturnt und ist wahrscheinlich mit DCT und ja dem Gewinner des nächsten Matches so ein bisschen die neue Generation Main Eventer könnte gehen. Also DCT hat mittlerweile so ein halt klar angekündigt, dieses Jahr gibt's noch Gold. Es muss endlich Gold für DCT geben. Und hatte dann auch eine Fehde mit Joseph Connors, den kennt man auch noch vom WWE UK Tournament, der jetzt auch wieder dabei ist. Und auch von What Culture und Rev Pro und hast du nicht gesehen. Und der hat ihm halt so, du bist doch nur ein Clown. Du, ne? Und hat dann so, die hatten dann so eine kleine Match-Serie gegeneinander und DCT hat ihn dann halt auch irgendwann einfach fertig gemacht. So. Und DCT ist wieder, ist jetzt heißer denn je eigentlich und ist so. Ja, ich würde auf jeden Fall um den Zero-G-Titel sehe ich das dieses Jahr, DCT. Cool. Und Kenny Williams, denke ich, wird irgendwann auf jeden Fall noch, ich weiß ja nicht, wie das jetzt mit der WWE weitergeht, aber wir wissen ja, dass auch mit auch hier Pete Dunne und Co. noch bei anderen Promotions auftreten dürfen, die Partner von der WWE sind und ICW ist Partner der WWE. Und deswegen denke ich, dass da durchaus noch weitere Auftritte von Kenny Williams drin sind. Darf ich mich da kurz mal zu auslassen? Ja. Ja, darf ich. Als alter Sack und viele Hörer, die mich noch kennen, wissen, dass ich wirklich ziemlich anti-WWE eingestellt bin. Am Anfang, als die WWE mit diesen Cruiserweights und Women's und UK-Turnieren angefangen hatte, hatte ich mir da sehr viel von versprochen und dachte, super, war dann ultra enttäuscht. Im Nachhinein, aber jetzt sehe ich es halt so, obwohl ich anti-WWE eingestellt bin, die geben denen einmal im Jahr eine kleine Fläche, wo sie sich präsentieren können und das war es dann aber auch. Hin und wieder werden sie mal gebucht für die WWE, für WWE-Veranstaltungen. Ansonsten erhöht das den Bekanntheitsgrad dieser Herren, die dann einmal im Jahr quasi für die WWE an diesen kleinen, ich sag mal, Promo-Turnieren teilnehmen können. Naja gut, also natürlich jetzt gerade Pete Dunne und British Strong Style sind halt regelmäßiger, aber halt schon im Produkt auch vertreten. Ne? So ist es ja nicht. Ja, aber auch nur die zwei. Während fast das komplette Cruiserweight-Turnier wurde quasi verpflichtet. Ja, also die wurden alle verpflichtet, aber es sind auch alles Amerikaner. Ja, es ist ja doch, also dieses UK-Show-Produkt ist ja noch nicht vom Tisch der WWE. Also das ist ja immer noch am Köcheln. Es ist halt nur schon sehr lange in der Mache, sagen wir es mal so. Ja. Aber es soll kommen. Es soll kommen, ja. Ich befürchte immer wieder, und da bleibe ich auch bei, solange ein Vince McMahon das letzte Wort hat, wird da aus solchen Dingern nicht großartig was werden. Ja, der britische Markt ist halt auch Geld, ne? Also ja, ist Geld, ja, aber Vince McMahon ist ein alter Sack mittlerweile. Der ist, das weiß ich, der ist den Drogen und dem Alkohol alles andere als abgeneigt, ja. Und der hat sich schon viel, viel Hirn weggekokst. Ist leider so. Er ist ein super Businessman und der ist ein Riesenname im Geschäft, ja. Aber er profitiert nur noch davon. Ja gut, das... Das sehe ich halt so, ja. Das seh ich halt so und ich glaube, dass der Markt an ihm vorbeigerannt ist mittlerweile. Ja, dass ein Triple H das wesentlich besser drauf hat als er, aber dummerweise Vince McMahon noch immer quasi das letzte Wort hat. Ja. Und solange das so ist, es ist ja auch nur eine Vermutung von mir, dass das so ist. Ja, das ist so, was ich halt denke, wie ich meine, wie das da im Endeffekt abläuft. Und solange das so sein wird, wird da nicht großartig aus diesen UK-Geschichten werden. Nicht mehr, als ich gerade eben gesagt habe, dass sie einmal im Jahr da dieses Turnier veranstalten und hin und wieder mal
die Herren da gebucht werden. Aber sagen wir es mal so, sie kriegen Geld von der WWE, haben ihren Bekanntheitsgrad erhöht und sind dafür... Das nützt ja auch schon mal was. Das sehe ich auch so, ja. Genau. Ja. Vier Leute im nächsten Match haben noch nicht diesen Bekanntheitsgrad, würde ich mal behaupten. Außer einer. Jimmy Havoc hat letztes Jahr das Tournament of Death, das berühmteste und größte Deathmatch-Turnier der Welt von der Combat Zone gewonnen. Richtig. Ja. Und das ist im Grunde genommen auch der Aufhänger für dieses Match. Denn Vorfeld, Mikey Whiplash, also die Story ist eigentlich, die erstreckt sich schon ziemlich lange, denn Stevie Boy und Chris Renfrew waren ja mal ein Team in der New Age Clique. Ja. Und Mikey Whiplash hat dann Chris Renfrew unter seine Kontrolle gebracht und er war quasi sein hirnloser Minion. Ist dann auch mit so einer Maske aufgetreten und hatte überall Bemalungen auf seinem Körper. Er war halt im Grunde genommen sein williger Sklave, denn Mikey Whiplash ist ja Legion und we are many. Legion sind viele. Ja. Und richtig. Deswegen ist kommt ja Ausspruch, richtig. Richtig. Er ist auch the Lord of the Cenobites. Ja. Für viele, der die nicht wissen, was die Cenobites, sind, die Cenobiten sind diese verunstalteten Figuren aus den Hellraiser-Filmen. Aus den Hellraiser-Büchern. Und Mikey Whiplash ist ja auch der Necromancer. Der Necromant, ja. Genau. Ja. Und auf jeden Fall ist es dann halt einfach so, dass Stevie Boy kurzzeitig sogar mal Face war mit seinem Cousin. Das sind, glaube ich, sogar wirklich Cousins. Okay. Einer von deinen absoluten schottischen Lieblingswrestlern, Davey Boy. Ja. Kann ich mich noch dran erinnern, wie ihr euch bei dem letzten ICW, die ihr reviewt habt, okay. Über die hier Penis. Ach so, ja. Genau, und dann hat Davey Boy irgendwie die ICW verlassen und ist seitdem auch nicht mehr wieder aufgetreten. Ja. Dann stand Stevie Boy halt ziemlich alleine da und wollte halt seinen Kumpel Chris Renfrew wieder zurück. Renfrew hat sich dann mehr oder weniger aber eigentlich selber aus den Fängen von Whiplash befreit und hat danach Stevie Boy angegangen, ja, hier, du hast mir nicht geholfen. So nach dem Motto, sondern wolltest irgendwie immer nur dein Süppchen dabei auch irgendwie kochen. Daran ist Stevie Boy wieder heel geturnt und hatte dann seine Gruppierung halt um sich, wie heißen sie denn jetzt nochmal? Irgendwas mit Filthy Generation. Die Filthy Generation mit Aspen Face und Lewis Gervin und Kaylee Ray. Ja. Und dann tauchte in der ganzen Geschichte auf einmal, wie aus dem Nichts, Jimmy Havoc aus und sagte, fickt euch, ich bin hier der härteste Hund. Ja. Ne, ich bin hier der krasseste Motherfucker und wir haben ein ich will ein Deathmatch bei Fear and Loathing. Ne? Und ihr seid alle dabei. Das Ganze wurde dann King of Insanity genannt und es ging heftig zur Sache zwischen diesen Vieren. War es auf jeden Fall. Also Jimmy Havoc, muss ich dazu auch nochmal sagen, was den härtesten Hund angeht. Ich habe gerade nochmal schnell im Blitzformat das Tournament of Death vom letzten Jahr ablaufen lassen. Ich habe das mit dem Jens und mit dem Sebastian Rote zusammen gereviewt. Und Frankie, der Telefon klingelt. Nee, das ist die Klingel. Ist aber auch egal. Ich reagiere da jetzt nicht drauf. Ich bin eh allein zu Hause. Und meine Freundin ist es nicht. Auf jeden Fall, Jimmy Havoc hat den Sieg des Tournaments of Death echt in die Hose, in den Arsch geschoben bekommen. Ja, was immer die Leute da geritten hatte, der hat es meiner Meinung nach nicht so, oder er wurde halt nicht so gut dargestellt im Turnier. Ja, oder hat sich selbst nicht gut dargestellt. Und ich fand, das war ein bisschen unglücklich, den Havoc da, den Turniersieg zuzustecken. Deswegen bezweifle ich das so ein bisschen mit den harten Hund. Aber er ist ein harter Hund. Richtig krass fand ich Mikey Whiplash. Den kannte ich nur von der letzten Fear and Loathing, die ich gesehen habe, also vor 2 Jahren. Da fand ich den schon cooler. Hat er diese Gruppierung mit Tommy End zusammen gehabt? Mhm. Ja. Legion halt. Legion, ja. Und was für ein Entrance, wie geil war das, bitteschön. Ich bin sonst kein Undertaker-Fan, aber das war cool. Da kommen diese Herren mit den weißen The Purge-Masken auf,
und tragen diesen Sarg in den Ring, ja, und in diesem Sarg liegt Mikey Whiplash, ja, auch die Maske, die er zuerst aufhatte und die Gesichtsbemalung, das war schweinegeil, fand ich das. Richtig schön Horrortechnik. Ich lese im Moment, ich bin sowieso ein Horrorfreak, ja, und Dämonenkram und so finde ich cool. Also, nee, ich bete keine Dämonen an, ja, nein, ich finde es halt nur eine nette Unterhaltung. Ja, das war echt extrem geil. Chris Renfrew, ja, fand ich von allen den blassesten. Stevie Boy, ja, der Mann ist ein super Wrestler. Der hat Charisma und der steckt mega ein. Und kein Wrestler, keine Figur wurde an diesem Abend so stark und so dominant dargestellt wie Stevie Boy. Ja. Ja. Definitiv. Und er hat auch die krassesten Spots eingesteckt. Und trotzdem gewinnt er auch dieses Match hier. Ja. Ja. Was ich wie die Pest an ihm hasse und was mir mega auf den Sack ging, ist diese Hardcore-Hacke-Drecks-Einzugsmusik. Die passt gut zu dieser Gruppierung. Ja. Ich hasse nur einfach die Musik. Ansonsten fand ich es extrem geil. Ja, es war für mich eines der besten Deathmatches, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Und das war viel besser noch als Kram, den man beim Tournament of Death zu sehen bekam. Ja. Game Changer ist auch geil. Game Changer hat auch tolles Deathmatch-Wrestling zu bieten. Aber das war überraschend echt geil. Für eine Liga, die nicht unbedingt für ihr Deathmatch-Wrestling bekannt ist, war das ein extrem geiles Four-Way-Deathmatch. Mit echt krassen Bumps. Alles, was reingehört. Es fehlten vielleicht die Light-Tubes, aber scheiß drauf. Ja. Es gab Mauersteine, es gab Stacheldraht, es gab krasse Aktionen mit Stacheldraht. Auf dieser Rampe waren ja diese beiden Stacheldrahtplatten. Mhm. Ja. Und Chris Renfrew wird von Stevie Boy da durchgeslammt. Ja. Und kracht dann mit dem wird auf nach unten. Ja, kracht mit der Stacheldrahtplatte noch durch die Rampe durch. Das war echt geil. Stevie Boy kriegt diese Canadian Destroyer, die er mit Jimmy Havoc macht, auf die Thumbtacks drauf, ja, Pinnnägel. Boah, das war auch alter Schlappen. Das war echt schweinegeil. Ich fand auch schön am Schluss, Mikey Whiplash und Jimmy Havoc versöhnen sich. Ja, also nach dem Match, das war ich auch geil. Genau. Ja. Der Eingriff von Stevie Boys Gruppierung fand ich auch cool gemacht. Ja. Aber auch wie Stevie Boy dann nachher von der Filth Generation und Katie Ray zurückgebracht wird, das war auch cool. Also es war für mich das Highlight des Abends. Aber es kommt noch ein Match, was ich ähnlich extrem geil fand. Mhm. Ja. Also die Halle war auf jeden Fall voll da in dem Match, das war richtig. Also, ich bin bekennen, das ist auch, glaube ich, bekannt, nicht so der mega Deathmatch-Wrestling-Fan. Ja. So. Und ich muss sagen, weil du den Vergleich gebracht hast, ich habe mir halt vor nicht das letzte Tournament of Death angeguckt, sondern die Weiß-Dokumentation über das davor. Ja. Ja, oder war es sogar über das letzte? Ich glaube, das war über das letzte auch. Ja, die habe ich mir auf jeden Fall angeguckt und es ist einfach überhaupt nicht meins. Ja. Aber hier muss ich sagen, dass es mich wirklich, ich fand es cool und es hat mich auch wirklich ein bisschen fasziniert, weil es nicht so übertrieben war. Ja. Wo man sich dann, was weiß ich, irgendwie, ich mag, also Light Tubes kann ich ja zum Beispiel gar nicht ab. Ich finde das absolut unverantwortlich und gesundheitsgefährdend hoch 10. Ja. Dieses Zeug einzuatmen. Und muss halt jeder selber wissen, dann halt, ne, wenn er sich dann daneben stellt und den Kack einatmet, aber gut. Aber hier waren halt, es waren auch keine sinnlosen Spots. Ja. Ne? Sie haben jetzt immer zu irgendwas geführt. Sie haben ja dabei eine Geschichte halt auch erzählt. Auch, dass Havoc, Whiplash dieses Kreuz halt irgendwann aufstellt mit den, Reißzwecken waren da, glaube ich, drauf. Ja, ne? Ja. Da waren womit man Fußleisten am Boden festmacht. Mhm. Ja, mit so Klebestreifen, aus denen kleine Nägelchen herausgucken. Genau. Die Reißzwecke. Ja. Da ist halt auch voll drauf. Ja. Und es waren keine sinnlosen Spots, wie
was weiß ich, bei Deathmatches, die man dann halt so kennt, wo dann irgendwie ein Rasentrimmer eingesetzt wird oder irgendjemanden einfach sinnlos irgendwo durchschmeißt. Was einfach nur noch Gore sein soll. Genau. Ja, genau. Ja. Zum Beispiel dieses Trampolin, was sie beim Tournament of Death hatten. Ja, da ein Stacheldraht drin gespannt. Was für sinnloser Blödsinn. Ja, ich weiß. Ja. Du hast auch recht. Du hast auch vollkommen recht. Bei diesem Match, es war das einzige Deathmatch des Abends. Ja. Und deswegen war das auch stimmig und passend für die gesamte Veranstaltung. Das passte super toll in den Stil herein. Und okay, wenn so ein Tournament of Death den kompletten Event über halt nur aus so einem Gore-Zeugs besteht, ist klar. Auf Dauer jetzt 12 Matches am Stück immer den gleichen Kram vorkommen zu lassen, ist halt langweilig für die Fans. Und deswegen lassen die sich halt solchen bescheuerten Scheiß einfallen, wie und Rasentrimmer und dieses komische Trampolin, ja. Ja, und der geneigte Deathmatch-Zuschauer wird halt hier sagen, das ist nicht richtig Deathmatch, ne? Das ist halt ein Hardcore-Match in deren Augen vielleicht. Weiß ich nicht. Aber für mich war es ein Deathmatch. Ja, gut, okay, dann eindeutig, find ich, ja. Aber dass hier halt nicht einfach nur sinnlos Spot an Spot an Spot an Spot und irgendwas gereiht wurde, sondern halt auch noch ein roter Faden dabei war. Ja. Und das Ganze eine verdammt gute Story hatte. Und wenn man auch mal zum Beispiel auf den YouTube-Account von im Vorfeld hat es Videos gegeben, wo die Beteiligten ein psychologisches Gespräch sozusagen führen mussten, um zurechnungsfähig zu sein. Cool gemacht, ja. Genau, und es hat ja auch den Tag davor diese Contract-Signing gegeben, dass Mark Dallas gesagt, alles, was ihr euch morgen antut, damit habe ich nichts zu tun. Das gehe ich, da halte ich meinen Kopf nicht für hin. Ja. Ihr könnt mich nicht verklagen für irgendwelche Spätfolgen davon. Und deswegen, das war halt gut erzählt. Auch zum Beispiel, dass Mikey Whiplash die Psychologin umdreht. Ne? Der quasi der Joker ist und die Psychologin umdreht. Das ist so gut erzählt und gemacht. So. Ja. Und dann sage ich, bin ich auch all in dafür. Und dann guckt mich auch Hedda an und sagt zu mir, und jetzt erzähl mir nochmal, dass das nicht unterhaltsam ist. Ja. Natürlich war es unterhaltsam und es war das, ja, vielleicht wirklich das beste Match des Abends. So, und einfach stimmig in sich, ich fand's super cool. Und sie haben sich halt, es war halt hart, aber sie haben sich nicht getötet. Ja, richtig. Ja, genau, ja. Es gab ja auch diese Miniserie, wo sie alle den Tacker hatten, ne? Und sich dann da gegenseitig immer die ganze Zeit nicht Reißzwecken, wie heißt es denn, Tackernadeln in den Körper gedrückt haben, ne? Ja, war das? Ja, das war hier. Ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, richtig, richtig. Genau, richtig. Und sie sich dann gegenseitig irgendwann alle vier gegenseitig nur noch irgendwie diese Dinger in den Körper gedrückt Stevie haben. Stevie Boy oder Jimmy Havoc wurde. Die Finger. Stevie wurde sogar ein Blatt Papier auf dem Kopf Stirn festgenagelt. Ja, ja, und ja, ja. Jimmy Havoc hat dann quasi Papierblätter benutzt und hat die quasi, seinen Gegnern allen dreien zwischen die Finger gesteckt und dann so abgezogen, ja. Also die Haut zwischen den Fingern, die Papierschnitte, genau, richtig. Ach, die Haut zwischen den Fingern aufgeschnitten. Das war schon fies, ja. Und hat Zitronensaft, glaube ich, drüber gekippt, ne? Ja, richtig, ja. Ah. Ja. Das war, aber trotz allem, da es nur das eine Match an diesem Abend war, vollkommen war das geil. Vollkommen in Ordnung, ja. Das waren die 10, 15 Minuten, wo es halt so richtig derbe zur Sache ging und auch schön in der Mitte der Show platziert, ja. Alles richtig gemacht. Richtig. Ja. Und auch in dem Fall haben die Leute, wie du zum Beispiel, die nicht auf Deathmatch Wrestling stehen, nichts zu meckern, weil es war gut gemacht einfach. Das war der Main Event der ersten Hälfte. Das war der Main Event der ersten Hälfte. Pause gab es nicht. Schön. Es ging gleich weiter. Ja. Und zwar, Mag ich auch nicht Pausen. Richtig. Ja. Oder gab es eine Pause? Oh, ich weiß es gar nicht. Es ist schon wieder ein halbes Jahr her. Es kann auch sein, dass es eine Pause gab, um den Käfig aufzubauen. Stimmt. Ja, muss es gegeben haben. Weil, ja. Und du musst erstmal den Ring erstmal reinigen. Also ich glaube, es kann sein, dass es eine Pause gab. Ja, weil in der geschnittenen Fassung, die ich gesehen habe, auch wenn es der Director's Cut war, direkt kurz darauf, als die Akteure aus dem Ring waren, stand schon der Käfig. Ja. Ja. Ja, dann bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ne? Also keine Angaben ohne Gewehr. Aber es ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig, denn wir haben jetzt ein Freeway Steel Cage Match mit Special Enforcer Carmel Jacob, Casey gegen Kaylee Ray als Championess gegen Viper.
gegen Viper um den ICW Women's Title. Und das ist das erste Mal, dass bei der ICW ein Three-Way-Cage-Match der Damen bestritten wurde. Richtig. So ist es. Oder überhaupt ein Damenmatch im Käfig, glaube ich. Ja, überhaupt ein Damenmatch im Käfig. Ja. Richtig, genau. Ja, da setzt sich fort, was sich weltweit in den letzten zwei Jahren durchgesetzt hat, was ich auch sehr schön finde. Den Mädels wird Raum gegeben, viel Raum gegeben, für zu zeigen, was sie können. Ja, und auch bei der ICW wird das gemacht. Und die vier, fünf Akteurinnen, ja, es greift ja noch diese Winters, irgendeine Frau mit Winter Namen im Namen greift noch ein. Jamie Winters. Jamie Winters, genau, weil der ich kannte sie jetzt nicht. Ja, ich auch aber nicht. Also, einer der Kommentatoren meinte, oh, winter is coming. Als kleine Anekdote an die Game of Thrones Fans. Seth Rollins gefällt das. Seth Rollins gefällt das. Ist der Game of Thrones Fan? Ja? Du hast WrestleMania nicht gesehen, oder? Nö, nein, nee. Überhaupt nicht. Ich gucke jetzt als White Walker. Cool. Mit blauen Kontaktlinsen und so. Cool. Das sah schon ziemlich cool aus. Ja. Hat zwar mit der Musik da nicht gepasst, aber gut. Eine ehemalige WWE-Akteurin oder teils WWE-Akteurin hatten wir auch im Ring. Und zwar die zu dem Zeitpunkt noch amtierende Titelträgerin Kaylee Ray. Ja. Viper war im Mae Young Classic mit dabei. Die war im Mae Young Classic mit dabei, aber Kaylee Ray war auch. Die war öfters bei NXT so als so eine Art Edeljobberin. Richtig, genau. Aufgetreten bei NXT. Genau. Ja. Ja. Das Match. Genau. War okay. Richtig. Aber mehr, also es war gut gebuckt zum Teil, aber. Es war auch ziemlich abfuckig zum Teil. Ja, es war richtig. Es waren ein paar seltsame Sequenzen bei und auch der Schluss war, Casey gewinnt ja so ein bisschen durch Glück. Ja. Und auch durch Abfacken, weil Kaylee Ray gehört auch zu dieser The Fifth Generation Gruppierung. Richtig. Und das Tag Team. Kings of Catch, Aston Faith und Luske. Die greifen in dieses Match ein. Ja. Ja. Und kommen Kaylee Ray zur Hilfe, hauen erstmal Viper kaputt und wollen Kaylee Ray quasi damit helfen, dass sie dem Ring rausklettern kann. Casey schafft es allerdings, Kaylee Ray, sie war fast draußen, sie war schon auf der anderen Seite des Käfigs zur Hälfte runter. Kaylee Ray zieht allerdings Casey zieht Kaylee Rays Beine in den Käfig rein und verknotet die quasi irgendwie am Käfig, sodass Kaylee Ray nicht weiter runterklettern kann. Ja. Und Casey nutzt die Gunst der Stunde, klettert auch über den Käfig drüber, nach draußen. Und dann kommt einer der beiden Kings of Catch, haut mit einem Stuhl gegen das Gitter des Käfigs. Und dadurch fällt Casey runter aus dem Ring raus und ist somit neue Damen-Championess der ICW. Ja. Dumm. Komisch. Ja. Komisch. Ja. Und vor allem noch, also wir haben ja den Abend vorher erfahren, Carmel Jacob hat sozusagen als Special Enforcer ihr Comeback. Ja. Ist ja die erste Hall of Famerin der ICW und ist eine Frauenlegende ein bisschen. Schottische Damen-Wrestling-Legende, okay. Genau. Hm. Und wozu braucht man für ein fucking Steel Cage-Match einen Enforcer? Ja, ich meine, okay, sie kommt halt zu Gange, weil es gibt ja diesen Eingriff von außen. Es gibt ja den Eingriff von außen, aber dadurch wissen wir ja schon, dass es einen Eingriff von außen geben wird. Ja, das stimmt allerdings auch wieder. Ja. Und der zweite, der alles entscheidende Eingriff von außen, ja, nämlich von Kaylee Rays Gruppierungskollegen Aspen Faith und Louis Gervin, da greift sie gar nicht ein. Weil sie gar nicht mehr in der Halle ist. Ja, aber das war doof. Die hat ja die Jamie Winters nach hinten geprügelt. Ja, ja, und kurz darauf direkt, also wirklich eine Minute später, kommen die zwei Herren da in den Ring gelaufen. Ja. Und wie dumm siehst du als Special Enforcer da aus? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ansonsten, es gab noch einen Splash von Viper gegen Casey durch den Tisch. Durch den Tisch durch. Und es gab auch einen Dive von Viper von nicht ganz vom Käfig Rand oben, sondern halt von ziemlich weit oben auf alle drauf.
Das sah auch noch cool aus, ja. Aber also, nochmal zu dem Match. Ich will es nicht schmälern, es wurde ein bisschen abgefuckt, ja, das Match. Aber ich fand's gut. Die Stimmung war gut. Ich fand's seltsam, dass Casey das Ding gewinnt, weil die kam mir von allen dreien am grünsten vor. Kann ich dir genau sagen, warum? Also, wenn wir beim Main Event sind, kann ich dir genau sagen, warum. Okay. Also, Casey habe ich festgestellt, dass ich fand das Gimmick cool, das Outfit cool und alles, was die so versucht zu machen. Ich hatte aber beim Entrance, ich kannte die vorher gar nicht, ja, und beim Entrance hatte ich das Problem, dass sich für mich dieser Baron Corbin-Effekt eingestellt hat bei ihr. Mhm. Die hat coole Ansätze für Posings und sowas gehabt und lässt es dann doch wieder sein. Merkt dann so, ah nee, das ist so eine kleine Grenze, über die so ein kleiner Schatten, da kann ich gerade nicht drüber springen. Ja, die will mehr machen, aber traut sich noch nicht oder kriegt ihren inneren Schweinehund aber nicht. Ist aber schon sehr erfahren eigentlich, denn man kennt die Dame zum ersten Mal so wirklich auf dem Radar durch TNA Bootcamp. Ach British Bootcamp im ersten British Bootcamp war sie dabei, denn sie war dort noch Teil der Blossom Twins. Ach, das ist eine von den Zwillingen? Ja. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Also die ist schon, hat schon ein paar Jahre Erfahrung. Ja, ne? Ja, okay. Ja, aber dann hat sie vielleicht Probleme mit diesem Gimmick, weil das soll ja so ein bisschen schlampig sein und so ein bisschen mit Ketten und ein bisschen SM angehaucht. Nee, eigentlich auch nicht. Also es geht eigentlich mehr so in die Richtung, ja, so einer Harley Quinn, so ein bisschen soll das so in die Richtung gehen. Das bringt sie nicht, ja, die Ansätze sind gut. Ich finde die Idee auch cool. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass jemand anderes dieses Gimmick echt geil rüberbringen könnte. Aber bei Casey habe ich halt diesen Eindruck, ja, als das Match dann losgeht, habe ich nachher nicht mehr viel über sie zu meckern. Nur beim Entrance hatte ich das Gefühl, jetzt versucht sie eine Pause und dann hört sie doch wieder auf. Da schämt sie sich dann doch wieder so vor dem Publikum. Weißt du, was ich meine? Die Kulisse vielleicht auch einfach. Die Kulisse hat sie dann zu sehr beeindruckt und ja, war schade. Hätte mehr sein können. Da stand sie sich, glaube ich, ein bisschen im Weg. Den Eindruck hatte ich bei Baron Corbin halt auch immer. Mhm. Aber bei Baron Corbin hat sich für mich gezeigt, der kann es einfach nicht. Dem hat man ein bisschen gesagt, was er machen soll, aber mehr kriegt er nicht hin. Ja. Und Casey, glaube ich schon, dass sie mehr konnte, weil die hatte gute Einfälle, was man jetzt machen könnte, traut sich aber nicht so richtig, die umzusetzen. Den Eindruck hatte ich bei diesem Match. Tja. Und da wir jetzt ein Three-Way-Match hatten, ja, geht's mit einem Three-Way-Match weiter. Ja. Ganz kurz noch, ja, Casey ist mittlerweile auch nicht mehr Women's Championess. Der Titel hat schon zweimal gewechselt in der Zeit, bis jetzt. Nämlich zuerst wurde ihr der Titel abgenommen vom Session Goth, Martina. Also nicht mehr Moff, sondern Goth. Ja. Weil sie ja jetzt mit Bram unterwegs ist. Ja, ja. Und mittlerweile ist aber Viper Women's Champion. Viper wieder Champion. Genau. Die war auch die erste Championess. Richtig, genau. Ja, die ist auch, Viper ist over as fuck in Schottland. Ja. Das ist der weibliche Publikumsliebling schlechthin da und auch zu Recht, Viper, für alle, die sie jetzt nicht kennen, die nicht wissen, wovon wir reden, Viper ist etwas, ist jetzt nicht gerade ein zimperliches Mädchen und nicht gerade ein Leichtgewicht. fett, richtig fett ist sie auch nicht, ja, und trotz Körperfülle hat sie ein nettes, hübsches Gesicht, ja. Das stimmt. Auch eine Frau, die etwas mehr auf den Rippen hat, das habe ich auch schon oft gesagt, ja, kann durchaus reizend und betörend und scharf sein, ja. Und das ist bei Viper auch so. Ja. Ja. Das ist richtig. Ja. Und auch, denke ich mal, irgendwann, also nicht jetzt, aber wahrscheinlich auch irgendwann WWE wird da. Ja. Sie ist auf dem Radar, ja. Und deswegen. Ja, ja. Ja. Wirkte auch von allen am weitesten, so was das Grünsein und so angeht. Mhm. Kaylee Ray hat mir auch gut gefallen. Sie hat keinen hohen Wiedererkennungswert. Ja. Aber durchaus professionell und hat
Ahnung von dem, was sie da macht und weiß auch, was sie da macht. Ja, ja, so hat sie halt auch auf mich gewirkt. Aber Viper halt im Gegensatz dazu, die hat auch noch das gewisse Etwas, den Wiedererkennungswert einfach. Ja, die erkennt man aus 1000 Wrestlerinnen auf diesem Erdball, erkennst du die stellst du alle nebeneinander und das ist Viper. Ja. Mhm. Genau. Die erkennst du sofort. Mittlerweile ja auch bei Stardom halt auch angekommen, ne, in Japan. Ja, das ist auch ein richtiger Schritt, weil da lernt sie noch ein bisschen stiffer zu sein. Das ist richtig. Ja. Das kann sie durchaus vielleicht noch ein bisschen vertragen, dass das ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr wehtut. Ja, genau. Ja. Aber kommen wir zum nächsten Match. Ja. Eben auch Freeway Dance. Mit Star Power. Star Power, Lionheart gegen Rob Van Dam und den absoluten Megastar Zach Gibson. Rob Van Dam hat dermaßen Pops gezogen. Ja. Das war echt geil. Ja, ich fand Rob Van Dam nachher, ging er mir, vor allen Dingen bei TNA, bei Impact, ging er mir auf den Sack nachher. Mhm. Aber das war halt die Zeiten, da haben wir auch oft drüber gesprochen. Rob Van Dam ist ja pro Marihuana. Ja, ist ja auch ein Legalized-Verfechter. Ja, mhm. Der kifft sich schon mal gerne einen. Und das hat man leider bei Impact gemerkt. Also ich bin auch ein ehemaliger Kiffer und ich rühre es schon seit 12 Jahren jetzt nicht mehr an. Bin trotzdem aber der Meinung, Legalized unterstütze ich. Ja. Bei Rob Van Dam allerdings war dann halt das Problem, man merkt ihm halt auch an, wenn er bekifft im Ring stand. Ja. Mhm. Das waren dann nämlich alles Matches, die nicht so doll waren, wo man den Eindruck auch hat, er hat nicht so richtig Bock. Und oh, machen wir es morgen. Und so. Und an dem Abend war es allerdings nicht. Der Mann ist echt, der hat schon die 50 angeknackst, ne? Oh, das weiß ich gar nicht. 47 ja, Jahre alt ist. Der geht also straight auf die 50 jetzt zu. Und trotzdem noch immer geile Spin-Kicks. Den Rolling Thunder hat er nicht mehr so gut hingekriegt. Er ist auch mittlerweile, die Knochen machen nicht mehr mit, ne? Das ist ja auch einer der Gründe, warum er wahrscheinlich bei der WWE einfach nicht mehr unterkommen wird, weil er einfach durch jeden medizinischen Test fallen würde. Ja, richtig. Und aber trotzdem, er hat es noch gut geregelt. Er ist, für das die Knochen nicht mehr so fit sind und für das er halt auch wirklich im Laufe seiner Karriere in wirklich echt extrem harten Matches und der über die ganzen Jahre hinweg eine extrem hohe körperliche Belastung hinter sich hat, ja, mhm, ist er noch immer topfit und das hat einen Riesenspaß gemacht, ihn da zuzugucken. Er war halt allerdings nur Nebenakteur in diesem Match. Ne? Die Story ging eigentlich zwischen Zach Gibson und Lionheart. Ne? Richtig, denn die Story ist halt einfach, dass sozusagen damit angefangen hat, dass Rob Van Dam halt angekündigt wurde, so, und Lionheart sagt, ich bin hier, ne, der krasse Motherfucker, und der er halt nun mal ist, und sagt, ich will gegen Rob Van Dam antreten, und dann kam halt Zach Gibson ins Spiel und sagte natürlich, ne, I am number one. Ja. Ne, hier, Liverpool's number one, ICW's number one, World's number one. Ja. Soon to be recognized. Und er hat Lionheart halt als Fanboy von Rob Van Dam dann so dargestellt. Ja. Ne? Aber hier, ne, du willst doch nur in dem Match stehen, weil du verdienst das gar nicht, weil du willst nur, weil du dein Fanboy-Herz, ne, ausleben möchtest und bla bla bla. Und Zach Gibson hat sich dann eigentlich mehr oder weniger halt auch über Mark Dallas dann in dieses Match reingequatscht. Ja. Genau. Und was ich nämlich halt ein bisschen schade finde, ist, dass Zach Gibson in diesem Match eigentlich irgendwie untergeht. Ja. Er ist ja eigentlich im Grunde genommen der Konterpart von Lionheart in dieser Fehde. Ja. Rob Van Dam sollte eigentlich nur dabei, die Special Attraction sein und dabei sein. Ja. So, aber es ist einfach Zach Gibson, der in diesem Match komplett leider untergeht. Vollkommen zu Unrecht. Ja. Aber Zach Gibson auch mittlerweile Teilnehmer des zweiten UK-Tournaments der WWE. Weil die Zeit, in der in diesem Match war, es ist nicht so lang, das Match, ja. Und Zach Gibson scheidet so nach 3, 4, 5 Minütchen, scheidet er schon aus. Aber auch noch nicht mal spektakulär so wirklich, ne? Sondern einfach so, ja, er ist jetzt halt raus. Durch den 5-Star-Frog-Splash von Rob Van Dam. Allerdings will Lionheart das nicht auf sich sitzen lassen und rollt Rob Van Dam sofort nach der Ausführung des 5-Star-Frog-Splashs aus dem Ring. Mhm. Und pinnt Zach Gibson selber. Ja, und Zach Gibson sieht aus wie der letzte Dödel. Ja, das stimmt. Aber
Ja, aber so wurde Rob Van Dam halt nochmal gut dargestellt. Ja. Ja. Ja, klar, aber Rob Van Dam ist eigentlich nicht der, den du hier aufbauen musst, ne? Nee, das stimmt schon, weil den braucht man nicht aufbauen, der ist halt einfach sau beliebt. Ja nicht, also, ja. Er ist halt sau beliebt, aber er kommt halt auch nicht wieder, ne? Ja, das stimmt allerdings auch, ja. Was heißt das, also, dass er nicht wiederkommt, ne? Aber so schnell halt nicht. Der ist nicht im Programm mit bei. Richtig. Im Standardprogramm. Gibson ist auch danach sang- und klanglos einfach aus dem Produkt verschwunden und war nicht wieder gesehen. Schade. Ja. Ja, komisch. Ja, vielleicht lag es auch daran. Wer weiß es denn. Dass man sich da backstage so ein bisschen verkracht hat und Zach Gibson auch gesagt hat, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, Scheißladen, ich mache nur meinen Standardkram hier, erfülle ich noch und dann seht ihr mich nicht mehr. Kann sein, keine Ahnung. Ja, wer weiß, ja. Genau. Lionheart allerdings, der gefiel mir auch sehr gut. Er ist halt der Veteran in dem Ganzen. Ja. Also, was heißt, Rob Van Dam ist der Veteran, aber Lionheart ist er auch ist halt. Der schottische Veteran halt. Richtig, genau. Ja. Den fand ich auch gut und ich finde, der gewinnt auch zu Recht dieses Match. Ja, definitiv. Ja. Ansonsten, mega spektakulär war es halt nicht. Ja. War auch nicht besonders lang, aber es war schön. Ja, definitiv. Es hat Spaß gemacht, es war schön. Es war ein schöner Lückenfüller zwischen dem Cage-Match und dem Match, was danach kommt. Genau. Und Lionheart, kann man jetzt sagen, steckt im Moment in einer Fehde mit Jackie Polo. Denn Polo Promotions hat sich ja getrennt, nachdem sie dann sozusagen die Tag-Team-Titel ja so schnell wieder verloren haben. Haben sie dann doch sozusagen getrennt oder einfach nur sang- und klanglos halt auseinandergegangen? Sang- und klanglos im Grunde genommen eigentlich auseinandergegangen, denn irgendwann hat Jackie Polo einfach eine Promo gehalten und gesagt, ey Leute, ich glaube, das war es jetzt für mich. Ja, okay. Ich beende hier an dieser Stelle meine Karriere. Und dann hat Lionheart gesagt, was bist denn du für ein Feigling? Ja. Die beiden haben wohl eine. Also dafür müsste ich jetzt wirklich ganz weit zurückgehen in der ICW-Geschichte, die ich aber selber nicht so auf dem Schirm habe. Aber die beiden hatten wohl schon mal gegeneinander eine richtig, richtig erbitterte Fehde. Okay. Und hier Lionheart hat gesagt, du stiehlst dich jetzt hier raus, ne? Komm, schon einmal noch, wir beide. Wir geben uns nochmal richtig. Und daraus sagst du dann aber Polo, nee, mach ich nicht. Ich bin jetzt raus. Und sie haben jetzt bei Baromania halt doch ein Match gegeneinander gehabt. Und Jackie Polo taucht in einem Jeff Jarrett Gedächtnis-Outfit auf. Mit dieser weißen Jacke und einem Cowboy-Hut. Und er ist jetzt irgendwie Justice Polo. Sieht schon ein bisschen albern aus, aber Jackie Polo ist halt ein Entertainment, ne? Das ist halt pures Entertainment. Und ja, Mark Coffey halt mittlerweile dadurch auch im Singles-Bereich unterwegs und hat den Zero-G-Titel gewonnen. Ja, der profitiert anscheinend davon. Richtig, und ist jetzt soll gepusht werden und an ihm, sein nächster Gegner ist um den Titel sein Bruder Joe Coffey. Das wird auch cool. Ja. Genau, und jener Joe Coffey ist ja mittlerweile auch für das WWE United Kingdom Tournament bestätigt und hat ja auch hiernach eigentlich nach dieser Veranstaltung mehr oder weniger seinen Abschied von ICW gegeben, aber er kommt jetzt nochmal für ein Match wieder und ich denke einfach nur, um seinen Bruder aufzubauen. Okay. Dass er sozusagen für ihn den Pin frisst. Und an einem der größten ICW-Champions daran Mark Coffey hochgezogen werden kann. Mhm. In Richtung Main Event. Okay. Denn es hat sich dann irgendwann auch eine mit Stevie Boy so Unstimmigkeiten, also sozusagen, dass die beiden ein bisschen Stress miteinander aufgebaut. Ja. Und ich sehe halt für den nächsten Fear and Loathing Main Event Stevie Boy gegen Mark Coffey. Gegen Mark Coffey um den Heavyweight-Titel. Richtig. Es ist der Aufbau dafür ist da. Ja. Gut. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Kings of Catch, die jetzt mittlerweile ihren dritten Einsatz an diesem Abend haben. Ja. Pass auf, es gibt so ein Wrestling-Manager-Spiel. Ja. EW Revenge. Kenn ich. Ja, so. Und da ist das Problem, wenn du einen Wrestler für eine Show zu oft einsetzt, ja, dann kriegt der Overness abgezogen, weil die Fans sind dann genervt davon, die andauernd zu sehen. Ja. Und das wäre jetzt mit den Kings of Catch passiert an diesem Abend. Hätte man das mit diesem Manager-Spiel gemacht, die so oft einzusetzen. Aber okay. Wieder mal boom, 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 boom. Ja. Dominate the world. Dominate the world. Boom, 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 boom.
Ja, okay, das ging mir auf den Keks. Ansonsten, das Gimmick ist cool. Beide auch sehr talentiert, muss man sagen. Beide auch sehr talentiert, aber gegen Shaw Samuels und Jack Jester kackten die zwei echt voll ab. Was hatten die Kinky Party, ja, was hatten die für einen geilen Entrance? Was war das denn, bitteschön? Man sieht Jack Jester, irgendeiner Umkleide. Kommt in die Umkleide rein und sagt, ey, du bist jetzt dran. Oh, scheiße, er springt von der Couch auf, er lag auf der Couch und scheiße, wo ist Shaw? Ja, rennt in der Umkleide rum, sucht ihn überall und im Mülleimer. Im Mülleimer unter der Couch, macht die Klotür auf und Shaw Samuels sitzt auf dem Klo. Was ist los, Mann? Ja. Die Zeitung. Die Zeitung. So, wir sind dran. Oh, scheiße, ja. Und dann rennen sie und man sieht sie dann erstmal stundenlang im Fahrstuhl stehen mit blöder Fahrstuhlmusik und gucken total genervt. Also, das war saugeil. Das kriegt man halt alles auf dieser wirklich großen, auf diesem Titantron. Ja, wir haben es, die Halle hat weggeschmissen. Das war, boah, war das super. Und dann aber auch nochmal. Dann laufen sie zuerst in die falsche Richtung aus dem Fahrstuhl, ja. Bleiben aber vor einem großen Schild stehen. Wo eine drauf Uhr. Steht, eine Uhr. Eine Uhr, ja, wo drauf steht, für die besten Fans der Welt. Time to meet the best fans of the world. Ja, das war also saugeil. Ja. Das war richtig. Und ich liebe die Kinky Party. Das kann ich nachvollziehen. Jack Jester kannte ich nicht. Shaw Samuels kenne ich. Ja, ja. Meine allererste Euroshow war Shaw Samuels mit vertreten. Hatte er sein Debüt auf deutschem Boden. Okay. Ja, zufälligerweise war ich an diesem Tag da. Und seitdem habe ich den halt immer so ein bisschen auf dem Schirm, weil mir gefiel das Tag Team, was er damals hatte. Das gefiel mir auch ganz gut. Geil. Ja. War auch ein starkes Match und die Kings of Catch waren gut, aber die Kinky Party ist unschlagbar. So ist es. Ja. Und diese besagte Kinky Party ist mittlerweile Tag Team Champions und sie hatten auch so sie sind ja so ein doch ziemlich seltsames Duo eigentlich, ne? Jack Jester, dieser flamboyant, der halt auch noch vorher in diesem, weil er am Poster von Prince noch vorbei rennt, da muss er anhalten und erst noch mal das Prince küssen, das Poster. Auf den Mund! Hast du das gesehen? Auf den Mund! Ja. Also Jack Jester ist halt, das ist so, und normalerweise kommt er halt auch mit so einem riesigen Glitzerdildo, also das sieht halt aus wie ein riesiger Glitzerdildo zum Ring. Ja. Das war auch eine der Waffen im Square Go, also, genau. Und die hatte Shaw Samuels dabei und hatte den dann an seinem Schal festgebunden und so. Hier, ich will den nicht weit weg von mir. Ich weiß nicht, wo der war. Schön. Das ist echt super. Und die sind halt dieses Odd Couple irgendwie so ein bisschen, ne? So. Und sie hatten halt auch sie hatten dann halt auch immer so ein bisschen Streitigkeiten, weil ne, die sind, beiden sind halt prädestiniert dafür, sich eigentlich die ganze Zeit in die Haare zu haben. Ja. Und hatten das dann auch und wollten dann eigentlich schon gar nicht mehr, also Shaw Samuels hatte keinen Bock mehr und hat dann aber gesagt, ey, komm, das funktioniert, ne, wir müssen zusammenhalten. Und dann war Jack Jester und sagte, nee, ich will nicht und ach, keine Ahnung, irgendwie funktioniert das alles nicht. Und dann kam die Hall of Fame Inductee von Drew Galloway. Drew Galloway. Mhm. Also Drew McIntyre. In dem Fall, es wurde auch Drew McIntyre in die Hall of Fame eingeführt. Stimmt, das war schon nachdem er bei der WWE dran war. Richtig, Da wurde ihm erlaubt, tatsächlich nochmal bei der Show aufzutreten. Genau. Ja. Sie sind halt Kooperationspartner mit der WWE und Triple H war ja auch schon mal bei einer Show von ICW. Ja. Und hat gesagt, was für ein geiler Ort eigentlich dieses hier ist, um Wrestling zu haben und bla und das Übliche, ne? Eben jeder Drew Galloway, Drew McIntyre, ist der ehemalige oder ist Best Buddy von Jack Jester. Er ist der, und sie haben ja auch zusammen lange als dem Heel-Run, dem letzten Titel-Run von Galloway, waren sie ja in einem Black Label. Und er meinte, Alter, reißt dich doch mal zusammen, ihr beiden, ihr seid ihr passt wie Arsch auf Eimer. Ihr seid wie so ein altes Ehepaar. Und, super gelöst, ja. Ja, und auf jeden Fall haben sie sich dann jetzt wieder lieb und sie haben die Titel gewonnen. So, ja. Jetzt ist alles gut. Und ich denke mal, ich weiß nicht, es sieht ein bisschen danach aus, als wäre es von Jack Jester irgendwie so ein bisschen das letzte Hurra. Nochmal so ein bisschen, ja. Er ist nicht mehr der Jüngste, ne? Er ist nicht mehr der Jüngste, ne. Und Shaw Samuels eigentlich auch nicht mehr. Aber, ja, das ist nächstes Jahr. Ist es 10 Jahre her, dass ich ihn bei dieser Debütshow, also bei dieser WXW-Show damals gesehen habe.
Jester hat 98 sein Debüt gegeben. Ja. Also der steht schon seit 20 Jahren im Ring. Mhm. Ne? Und aber großartig. Also ich feiere die Kinky Party. Ich finde das so großartig, weil sie halt beide diesen Ausdruck halt haben, wir sind Stars. Ne? Das ist Wrestling. Ja. Und freut mich halt auch für die beiden, dass sie jetzt Tag Team Champions sind. Und no Kinky, no Party. Richtig. Aber es war halt auch der Downer vom Main Event. Es sollte jetzt auch nicht das beste Match des Abends sein. Ne? Ja, es war aber eine große Stimmung. Es war eine saugeile Stimmung. Ja, weil die Fans halt gehen einfach, halt voll ab ja, auf die Kinky Party. Ja, ne? Richtig. Ja, und sie haben ja auch den Fotografen dabei. Ich kann dann sagen, Shaw Samuels, das war das zweite Match an diesem Abend, als er aufgetreten ist. Er hat auch kurzzeitig das Mikrofon genommen, hat versucht, eine Promo zu halten und hat dann diesen ganz krass, er ist ja kein Schotte. Ne? Er ist Engländer, hat aber diesen ganz krassen englischen Dialekt gehabt. Aus London kommt er ja, aus dem East End. Also das ist schon... Ja, richtig. Und so klang er auch. Und keine Sau hat ihn verstanden. Aber ich erinnere mich halt nochmal, bin dann mal zum Rauchen nach draußen gegangen. Und da stand er dann halt, hat sich auch eine geraucht. Ja. Und was war das für ein wirklich cooler, netter, freundlicher Kerl, ja. Obwohl er da den mega bösen britischen, englischen East End Schlagen Straßenschläger da also gemimt hat, war das ein netter Kerl und war der cool drauf, ja. Und das freut mich, den jetzt da so zu sehen, den auch so over und so abgefeiert zu sehen, das ist echt geil, ja. Also ich habe ja auch so eine kleine Geschichte mit Shaw Samuels. Ich weiß nicht, das eine oder andere hat es bestimmt vielleicht schon mal gesehen. Ich hatte mal bei einem Karat, habe ich Carsten Beck angeschrien. Da waren die beiden ja noch in einem Team zusammen als Piledrivers und hier King, das Königsgimmick von Carsten Beck, wo er den Titel verteidigt hat gegen Walter da. Und ich habe mir die Frechheit erlaubt und habe beim Entrance Carsten Beck am Bein festgehalten, um ihn anzuschreien. Mir zu sagen, wie doof ich ihn finde. Also natürlich, Carsten Beck, ich finde ihn großartig. Das ist nur so, ne? Muss ja das Gimmick auch ein bisschen mitgehen. Ja. Hat er ja nichts von, wenn ich ihn bejubel, wenn er der Böse sein will. Und bin dann um den Ring rumgegangen, weil mich Carsten Beck getreten hat. Und da stand dann Shaw Samuels. Ich habe ihn die ganze Zeit angeschrien. Und dann haben wir uns da wirklich eine Minute oder so, haben wir uns da Dauerfeuer gegeben. Yo, motherfucking Island Monkey und so eine Scheiße. Ja. Und uns da richtig angebrüllt. Und dann wollte mich schon einer der Security-Leute aus der Halle befördert, gesagt, ey, das ist alles cool, ne? Das war jetzt hier, ne? Ich mach den nur, ne, doof an, weil er der Böse ist. Ja. Ja, das hat er dann halt auch noch verstanden und ich durfte doch da. Aber es war eine schöne Erinnerung. Ja. 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 Pro Kinky Party, Leute. Guckt es euch an. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum Main Event. Main Event Time. ICW. Zweitbestes Match des Abends. Ja, ich fand's ein bisschen holprig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand's einfach nur geil. Also, ICW. Ich fand's auch geil. Undisputed Heavyweight Titelmatch und ICW Zero G Titelmatch. ICW Zero G Champion BT Gunn gegen ICW World Heavyweight Champion Joe the Iron King Coffee. In Begleitung von Red Lightning. Also, ich kannte beide fast gar nicht, habe aber sofort bei beiden gesehen. Es gab diese tolle, tolle Zusammenfassung. Die Story von den beiden läuft schon länger. Ja. Also Joe Coffey hier ganz klar der Heel, nachdem er einer der gefeiertsten Faces von ICW war, der Heel-Turn zu Red Lightning, dem bösesten Manager in der ganzen ICW. Ja. Und seinen Spießgesellen mit Bram und jetzt halt auch Justin Reese und Kenny Williams. Ja. Und Session Moff Martina hängt da ja auch noch mit drin. Also das ist schon die halt Rudo Sports and Entertainment ist Programm. Genau. Ja. Und BT Gunn hat halt so seine Entwicklung über das ganze Jahr genommen zum Main Eventer dann irgendwohin auch aus der New Age Click kommend. Ich fand's, es war okay, das Match. Das Ende, ich wurde halt sozusagen gespoilert, weil ich die beiden, also sozusagen, BT Gunn hat ja einen Special Entrance mit sozusagen seinen beiden Reinkarnationen, diesen
ne, das ist die sein altes Outfit und das davor und dann sein ganz sein sozusagen seinen neuen Look präsentiert hat, wie er jetzt ist. Und ja. Die beiden haben halt später im Match eingegriffen und haben Joe Coffey gesuperkickt. Ja. Ja, und das war dann mehr oder weniger eigentlich auch das Ende. Da gab es dann noch das Technodrome, den Finisher, weil BT Gunn ist alles auf Ninja Turtles ausgerichtet. Ja. Alles, auch wirklich alles. Der ist Hardcore Ninja Turtles Fan. Und ja, das war dann das Ende und Joe Coffey hat seinen Titel verloren und BT Gunn wurde erster Undisputed Heavyweight Champion. Und ich wurde halt gespoilert, weil ich die beiden halt auf der Rampe schon vorher gesehen habe und die Kameramänner da sofort hinrannten. Ach so, okay. Ja. Aber das ist dann halt in der Halle, das ist ja nicht on tape zu sehen. Ja. Und dann ist es wieder was ganz anderes. Ich hab's nicht gesehen. Ich kann dir jetzt auch nur so sagen, ich war mit beiden nicht vertraut, habe aber sofort schon beim Einspieler dieser Storyline gesehen, um was es jetzt geht, habe auch direkt gemerkt, wow, das sind definitiv die zwei Top-Leute der Liga. Ja. Und als das Match angefangen hat, dachte ich mir dann auch, geil. Also vom Stil her, natürlich, nachher gab es Eingreifer von außen, ist aber für mich auch in Ordnung. Es ist die WrestleMania von ICW und da gehört Storyline zu diesem Match. Mhm. Und dann ist es auch für mich okay, dass da Gruppierungen helfen und so weiter. Das ging dann für mich in Ordnung. Ansonsten, abgesehen davon, habe ich auch als Japan-Fan ein richtig geiles Strong-Style-Match gesehen. Die waren beide stiff, ja. Die Rolling Elbows und die Rolling Clotheslines haben echt fies geklatscht. Die haben ordentlich gesessen. Ich weiß nicht, wie man das in der Halle so mitbekommen hat. Schon. Ja, das hat schon echt fies geklatscht, auch am Bildschirm. Und ich war begeistert. Ich habe ein richtig geiles Strong-Style-Match gesehen. Ich würde Joe Coffey gerne mal in Japan sehen. Er war schon mal in Japan. Da gab es noch Zero-G. Zero-G? Ja. Ich glaube Zero-G. Ja, ja. Die gibt es ja mittlerweile Zero nicht One mehr. Climax. Nee, warte, Zero-One, nicht Zero-G. Ja, genau, Zero-One. Zero-One, Und da hatte er mit seinem Bruder halt so ein paar, so eine Exkursion gehabt. Okay. Also es gibt auf YouTube Wrestling-Matches von Joe Coffey aus Japan. Okay. Meine ich jedenfalls, dass es aus Japan ist. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es kann auch sein, dass es unter dem Banner lief, aber in Großbritannien veranstaltet wurde. Okay. Das kann auch sein. Ja. Also den würde ich gerne bei New Japan in diesen Never Open Weight Geschichten sehen. Weil hier so mit ja, okay, den einen sieht man jetzt nicht mehr. Tomohiro Ishii zum Beispiel, ja, das wäre, glaube ich, echt krass, ja. Und ich glaube, die würden sich echt fiese Headbutts stundenlang verpassen, so richtig stiffe Headbutts, ja. Doch den kann ich mir da voll gut vorstellen, deswegen hat der mir unheimlich gut gefallen. Für mich auch noch wesentlich höher vom Charisma und vom Standing anzusehen als BT Gunn. Aber es ging für mich auch in Ordnung, dass BT Gunn das Match gewinnt. Ja, ja, wenn er sowieso schon im Raum steht, die WWE den kurzzeitig jetzt gerade im Moment auf dem Radar hat. Nee, er ist wohl, es ist noch nicht von der WWE offiziell verkündet worden. Ja. Aber es heißt, Joe Coffey hat einen WWE-Vertrag unterschrieben. Und das nicht fürs UK, sondern nein, fest, komplett fest. Denn es hat auch nach dem Match auf YouTube und Facebook sozusagen ein kurzes Video gegeben, wie Joe Coffey, Mark Dallas und Red Lightning backstage stehen, sich angucken und dann gibt Joe Coffey erst Mark Dallas die Hand, dann gibt der Red Lightning die Hand und geht. Ja. Okay. Und das war wirklich so ein okay, es ist jetzt, ne? Das war's jetzt. Das war's jetzt. Ich bin weg. Dann hat man eine ganze Zeit lang von Joe Coffey eigentlich fast gar nichts gehört. Und dann ist er immer mal wieder in für so ein Match hier gewesen, für ein Match da gewesen. Und aber seitdem war kein großes Match mehr, was er irgendwie hatte. Ja. Und jetzt heißt es, also ich habe mir da schon gedacht, Performance Center. Ja, da würde ich nämlich auch von ausgehen, dass er in dieser Zeit einfach, der von der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden ist, schon im Performance Center in Orlando trainiert. Ja, okay. Ja, ich würde es ihm gönnen und ich würde ihm vor allen Dingen gönnen, dass es auch gut funktioniert da, weil der ist gut. Ja, der hat auch dieses Etwas,
was man braucht, so dieses Charisma und diese Magie, die einen so anhaftet, um Richtig. Auch im Fernsehen gut rüberzukommen. Das hat der. Ja. Du musst, und, also gab ja auch eine kurze Pressekonferenz, einen Tag oder zwei Tage vorher wurde das aufgezeichnet. Halt im leeren Hydro saßen er, BT Gunn und Billy Kirkwood und haben da so ein Interview geführt. Halt er komplett im Anzug, ne? Und mit so einem Kaffeebecher in der Hand und wird dann von BT Gunn was gefragt. BT Gunn hat halt empfiehlt so ein bisschen dieses Charisma. Ja. Richtig, da fehlt ihm ein bisschen. Er ist ein Wrestlers Wrestler halt. Ja, ihm geht das halt so ein bisschen ab. Aber dann hat halt BT Gunn irgendwie einen Satz gesagt, ja, also ne, das wird schon groß. Und dann Joe Coffey, scheiße, nein, das wird das Geilste überhaupt, weil ich der Geilste überhaupt im ganzen Planeten bin und fängt da, so hält da zehn Minuten lang quatscht er eigentlich durchgehend und hält da eine riesengroße Promo. Es ist so unfassbar gut und beschwert sich dann am Ende, dass sein Kaffee kalt ist. Dass man ihm gefälligst einen neuen Kaffee bringen soll. Meiner wäre jetzt kalt. Ja, hoffentlich war kein Zucker drin. Ja. Und naja, also ich glaube, dass Joe Coffey das Charisma hat, das Können hat er sowieso, um sich bei der WWE durchzusetzen. Und wenn ich jetzt schon so Matches sehe, gegen Aleister Black, gegen Almas und euch, Ja, das wird gut. Wie gesagt, ich würde ihn auch gerne bei New Japan sehen, falls es nicht klappen sollte mit der WWE. Ja. Den kann ich mir unheimlich gut in diesen Never Open Weight Geschichten vorstellen. Ja. Ist ja jetzt kein Hardcore, aber das ist halt dieses ganz krasse, stiffe Wrestling mit harten, klatschenden Schlägen und fiesen Headbutts. Da passt der auch gut rein. Ja. Da würde ich seinen Bruder aber eher in die Richtung schieben, weil seinem Bruder vielleicht so ein bisschen das, wie bei BT Gunn, Wrestlers Wrestler halt, ne? Ja. Ihm fehlt vielleicht so ein bisschen das nötige Charisma dabei. Okay. Ja. Und dann wäre sein Bruder vielleicht für sowas eher prädestiniert eigentlich. Ne? Ansonsten starkes Match. Es wurden alle Finisher ausgepackt, alle Special Moves ausgepackt, die beiden Herren aufzubieten haben. Wie das in einem richtig geilen Main Event sein muss, Near Falls bis zum Abwinken. Ja. Red also Lightning 2,99999999 und trotzdem raus. Ja. Eingriff von Red Lightning geht daneben. Und dann halt wirklich Licht aus und dann stehen diese beiden maskierten Typen da. Auch geil gemacht. Ja. Schön, saugeil. Definitiv. Hat einen Riesenspaß gemacht, diese Veranstaltung zu gucken. Genau. Und infolgedessen hatte BT Gunn zuerst halt sein Match gegen Bram. Dann hat er seinen Titel verteidigt gegen Cowboy James Storm. Ja. Das ist eine Ultra, der hat einen. Das ist bestimmt auch geil gewesen. Er hat ein Number One Contender Match gehabt gegen Jack Jester. Ja. Und da gibt es eine ziemlich lustige Sequenz, wie beide an der Theke stehen. Und vor den beiden steht halt ein Bier. Und Jack Jester nippt so an dem Bier. Wo man sagt eigentlich, hey, ne, du musst das doch auch können. Und James Storm zieht halt das ganze Bier innerhalb von irgendwie 10 Sekunden auf Ex. Ja. Und Jester stellt das dann so auf die Theke zurück und hat wirklich so ganz, ganz minimal dran genippt. Ja, passt gut. Genau. Und James Storm wohl jetzt regelmäßiger bei der ICW, denn auch er ist zum Rudo Sports and Entertainment Brand. Ja. Also so wie ich das verstanden habe, ist er jetzt auch Teil des Ganzen. Ja. Und BT Gunn hat seinen Titel mittlerweile verloren halt an Stevie Boy. Ja. Und steckte aber noch in einer Fehde mit Mikey Whiplash. Passt denn, auch gut. Denn Mikey Whiplash sagt raus, wortwörtlich, pass mal auf, du Motherfucker. Ich bin der erste Undisputed Heavyweight Champion. Und das ist auch richtig. Denn Mikey Whiplash war World Champion und Zero-G Champion gleichzeitig. Ah, aber das war es noch kein World Heavyweight Title, sondern nur der Heavyweight Title. Ach so. Da war er dann noch nicht von Galloway international verteidigt worden. Okay. Und darum ging es halt dabei und die beiden haben ein Deathmatch gegeneinander bestritten. BT Gunn und Whiplash. Mikey Whiplash. Mhm. Richtig. Okay. Ja, schön. Kommen wir. Ja, bist du. Ich bin soweit durch. Ich
ja, wie gesagt, der Trip für mich war schön. Er war wirklich sehr schön. Ja. Ich habe auch noch Fußball mitgenommen. Ich habe Glasgow Rangers noch geguckt. Nicht Celtic? Nee, Celtic hat an dem Wochenende auswärts gespielt, okay. Genau, und Rangers hat heimgespielt und wir haben auch gedacht, ja, der Gegner, die sind aufgestiegen, gerade frisch, ne? Die sind nicht so gut. Ja, ich glaube, das war das schlechteste Fußballspiel, was ich jemals gesehen habe. Ja, die großen Zeiten von den Glasgow Rangers sind vorbei, leider. Ja, aber sie haben dann halt auch wirklich von diesem, ja, Provinzverein, ne? Ja. So ein Ort, wo irgendwie 3.000-4.000 Leute leben, ja, echt auf den Sack gekriegt. Ne? Die haben 2-1 verloren und da waren echt Sachen mit dabei, wo man so denkt, oh Gott. Die noch höher verlieren können. Ja. Und auch, aber ich verstehe auch den Fußball dort nicht, weil für so einen leichten Anrempler, so wo sich dann wirklich so, nur so gestreift, da gibt es gleich gelbe Karten dafür, aber wenn auf der Höhe der Mittellinie einer von hinten mit offener Sohle mitten an die Wade tritt, ne? Nö, weiterspielen, da war nix. Ja. Tja. Nee. Leute, es ist ein Trip wert. Nächstes Jahr im November ist wieder ICW 4 and Loafing 11 dann. Ja. Und ja, ich werde dieses Jahr dann leider nicht da sein, muss ein bisschen Geld sparen, ne? Ja. Weil noch ein paar andere Sachen anstehen. Aber ich kann euch das allen nur empfehlen. Fliegt dahin, es ist unfassbar super. Ja. Ja, das wäre eine Überlegung. Richtig. Ja. Und es ist auch gar nicht so teuer. Sind von Berlin aus für 36 Euro Flug hin und zurück. Ja, und die Unterbringung dürfte in Glasgow auch nicht 90, so... 90 Euro für drei Nächte. Ja, da kann man nicht meckern. Nee. Ja. Und das Essen und so, das ist auch preislich da alles gar nicht so schlimm. Also das geht. Das ist durchaus alles vertretbar. Ist halt, das Wetter in Schottland ist halt berühmt. Oh, wir hatten Sonnenschein. Wir waren auch Glück total im November. Ja. Ja, ja. Strahlend Sonnenschein. Ja. Habt ihr Glück gehabt. Ja. So, sollen wir zu Fazit kommen? Und ich denke. Punkte? Okay. Punkte, ja. Vergeben wir noch Punkte? Im Rest. Fang du mal an, Frankie. Ja? Okay, also, ich habe lange kein Wrestling mehr geguckt. Die letzte Wrestling-Veranstaltung, die ich 2018 gesehen habe, war Wrestle Kingdom. Ja, und danach habe ich jetzt wirklich fast 5 Monate lang kein Wrestling mehr geguckt und habe mit dieser Show angefangen und ich habe es kein bisschen bereut. Deswegen vielleicht auch was Besonderes für mich auch wieder, nach einer langen Abstinenz mir das anzugucken. Trotz allem, trotz meiner persönlichen Euphorie, habe ich eine Wrestling-Show gesehen, die von vorne bis hinten geil durchdacht war. Natürlich gibt es ein paar Abfucker, ja. Aber die waren mir ehrlich gesagt scheißegal. Und ich bleibe mir treu. Wenn mich etwas begeistert, gebe ich hohe Punkte. Und deswegen 9,5 für ICW Fear and Loathing in 10. Ja. Wow. 9,5 hey. Punkte. Also, bei mir gibt es den Live-Bonus. So, ich gebe immer grundsätzlich eigentlich mehr Punkte, wenn ich sagen kann, ich war da. Ich habe es gesehen. Und allein deswegen, und weil ich halt auch mit Freunden halt ein schönes Wochenende hatte und das war alles super, gebe ich dem Ganzen, ja, ich will 8. Eine 8. 8,5 lasse ich mich hinreißen. 8,5. Ja, komm, mach 8,5, genau. Mach ein 8,5 draus. Ja. Dann nach Adam Riese, Eva Zwerg. 9 Punkte. Das Ganze. Ja. Sehr schön. Ja. Frankie. Sind wir schon durch, ne? Sind wir durch. Sind wir durch. Haben wir uns im Zeitfenster auch genau. 2 Stunden? Ja. 2 Stunden gut hingekommen, ne? Ja. Schön. Super. Und lieber Sebastian, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du auch tatsächlich, so wie ich das mitgekriegt habe, angefragt hast, ob es möglich wäre, dass ich das mitmache. Richtig, so ist es. Wow, eine Riesenehre. Ich bedanke mich da wirklich für und ich bedanke mich auch dafür, dass du derjenige warst, der mich nochmal dazu gekriegt hat, mir eine Wrestling-Veranstaltung anzugucken. Ja. Ja. Das ist hat mir auch einen Riesenspaß gemacht. Ich werde nicht ganz unrar sein. Also ich bin so ein bisschen, was das Wrestling Talk Radio angeht, für mich so in so einer Art Semi-Retirement. Ich habe
bin nicht mehr fest, möchte kein festes Teammitglied halt mehr sein, ja, aber ich werde vielleicht, also ich werde das ein oder andere hin und wieder nochmal machen. So, ja. wie der Marc. So wie der Marc, genau, richtig. Immer mal ab und zu. Vielleicht gibt es auch nochmal ein Solo-Ding von mir. Also es gibt noch den Wrestling-Kult, den möchte ich gerne noch ein bisschen weiter bewerben. Und da hoffe ich, dass mir das Wrestling Talk Radio da ein bisschen bei hilft und mir die vielleicht noch ein bisschen Plattform gibt, dass ich ab und zu mal nochmal so ein One-Shot-Solo on the road bringen kann über den Wrestling-Kult. Ja, und ansonsten schönen Gruß von mir an alle da draußen und lieben Dank an dich auch nochmal speziell, nochmal Sebastian. Mhm. Und ja, grüßt mir das ganze Team und ich hab euch lieb. Das haben wir auch. Ja, ich freue mich halt wirklich, dass wir dich nochmal hier hören konnten, weil du hattest keinen wirklichen Abschied so wirklich, ne? Ja. Und deswegen ja, mir ging es nicht gut. Mir geht es momentan auch noch immer nicht so gut. Es ist auf einem großen Weg der Besserung. Mhm. Ja, aber es war für mich besser, mich da erstmal so rauszuziehen aus der Sache. Ja. Nein, alles überhaupt kein Problem. Ja. Und ich wollte einfach auch so ein bisschen, ne, weil ich weiß, du hast das erste Mal ICW, das ist hier im WTR war, hast es mitreviewt. Ja. Da dachte ich, mein Gott, ne, der Frankie hat doch bestimmt noch, der brennt doch innerlich schon wieder. Der will. Ja. War auch gut. Ja? Und genau. Und wenn es mal so ein Special-Ausflug ist, dann bist du immer gern gesehen. Das weißt du hoffentlich. Und an mir ist es jetzt noch ein bisschen, den Werbeblock aufzumachen. Ja, ich übernehme jetzt mal den Jan. Und zwar geht es darum, dass wir es sehr toll finden würden, wenn ihr das hier ganz gerade auf YouTube seht. Denn auf YouTube ist es immer als erstes verfügbar. Dem Ganzen dann natürlich auch einen Daumen da zu lassen. Wenn ihr nicht so gut fandet, könnt ihr den Daumen auch runter machen. Aber dann vielleicht auch bitte mit einem sinnvollen, kritischen Kommentar. Denn einfach nur Scheiße ist immer doof. Dann lernt man nichts draus. Da können wir uns dann auch nicht verbessern und euch sozusagen das Produkt schöner machen. Dann natürlich kann man die Glocke da alarmieren. Dann habt ihr sozusagen immer gleich eine Information. Jetzt gibt's wieder WTR. Geil. Hab ich Bock drauf. Und ansonsten natürlich in euren Podcatchern. Da findet ihr uns dann natürlich auch. Und natürlich auch über iTunes. Und da darf man dann auch gerne mal den Melzer machen und 5 Sterne auspacken. Und natürlich auch einen netten Kommentar da lassen. Dann freuen wir uns dann auch sehr. Denn dann steigt man bei iTunes auch mal so ein bisschen auf und wird da ein bisschen bekannter. Das ist auch immer wunderschön. Ja, ansonsten Facebook, Twitter und auf jeden Fall auch Instagram, alles vertreten beim WTR. Könnt ihr euch könnt ihr gerne folgen, liken und retweeten und was auch immer und man alles da machen kann. Und dann vielleicht noch ganz kurz, was gerade so draußen ist. Gestern, also zu unserem Aufnahmetag, heute ist Stand der 19.05. Ja. Das heißt, wir erscheinen, so wenn ich das jetzt im Plan richtig verfolgt habe, erscheinen wir am 23. Also am 18. Genau, am 18. erschienen ist die Wrestling Time Machine NWA Chi-Town Rumble 1989 mit Flair vs. Steamboat. Großartiges Match, großartig. Dann auch Wrestling Dontaku ist draußen mit Sven, Jan und Alex, die so einen kleinen Abriss machen über New Japan. Und auch Give Me Five ist schon draußen mit Willi, Jan und Nicole, mal wie jetzt wieder in Stammbesetzung. Und was auf euch auf jeden Fall noch zukommt, wenn es ist, es ist On the Road Woche, wenn man so möchte, denn es gibt noch von der GWP Spring Explosion 2018. Sven, Alex und Stefan haben sich das Ganze live angeguckt und werden darüber berichten, wie Michaela Schäfer sich im Ring geschlagen hat. Und ansonsten kommt auch noch von uns, also dann wieder mit mir, mit Willi und dem Stefan, unsere GWF-Runde, Mystery Mayhem war und Women's Wrestling Revolution 8 war auch und das werden wir uns alles, für euch noch präsentieren und folgt uns einfach und wenn ihr sonst noch irgendwie da jetzt nicht so das für euch dabei ist, dann guckt ins Archiv, da haben wir auch noch und nöcher und da kann man sich auch den Frankie noch wieder anhören. Ja. Hm? Genau. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, beziehungsweise, warte mal kurz, Frankie, verabschiede du dich zuerst, du bist der Gast. Tschüss zusammen. Kurz und schmerzlos, tschüss. Kurz und knackig, ja. Dann sage ich jetzt wirklich
einen schönen Abend, wünsche ich euch einen schönen Mittag, einen schönen Morgen, je nachdem, gute Autofahrt, wo auch immer ihr uns gerade hört, und gut Catch.